Special Attack benutzen was? Sollen. Aber Entschuldigung, das habe ich doch nicht gewusst. Ja, du hättest, ich wollte doch mein Leben zurückholen. Ja, aber du hättest einfach die Spezialattacke und nicht auf Gift. Ach so. Nimmst du noch mal den Speer jetzt? Wir sind schon auf Sendung. Ihr habt es vielleicht gemerkt, dass wir gerade wir haben gewusst, dass wir auf Sendung sind. Aber wir wollten mal einen neuen Gag machen. Wir dachten, humortechnisch nicht immer so alte Pfade auswandern. Sondern gut, dass du es nochmal erklärst. Auch das war vielleicht Teil. Wie weit geht dieses Metagame jetzt? Gar nicht weit. Also wir können direkt auch aufhören, denn auf dem Weg, ups, sind wir über ein Paket gestolpert. Für uns? Ja. Für mich oder für dich? Hier steht drauf, für das Hades-LP oder falls schon danach das nächste Projekt. Das steht drauf. Es steht wohl schon sehr lange bei uns. Jetzt muss man sagen, das ist eine Rocket Beans-Kiste. Ich habe das Gefühl, haben wir uns das vielleicht selber geschickt? Das werden wir sehen. Wir schauen mal rein. Wir haben es nämlich noch nicht geöffnet. Und ich hoffe, dass was zu naschen drin ist und nicht nur gut gemeinte Ratschläge. Ich habe gerade zwei selbstgemachte Burger gegessen. Ich bin komplett satt. Gut für dich. Oh. Okay, Moment. Das heißt noch lange nicht, dass du mal den Brief auch noch mal. Ich soll den Brief lesen. Halleluja. Oh, da sind gute Sachen drin. Oh mein Gott. Oh, die sind richtig gut. Hier, da. Knoppersnussriegel, die sind richtig gut. Die habe ich noch nicht probiert. Die sind ganz leicht. Die sind auch nicht schlecht. Da hat mir Fabo immer von vorgeschwärmt. Grüße gehen raus. Was ist nicht schlecht. Was ist das zu trinken? Dr. Pepper. Mag ich eigentlich nicht, würde ich aber mal wieder eine Chance geben. Habe ich, glaube ich, noch nie. Okay. Okay. Jetzt der Applaus. Und ja, hier noch. Weil Dr. Pepper geil ist. Ich kenn's und hier nicht. Noch den Viererpack beste Chips. Zwei Fand ich frisch ungarisch. Aber es ist vor allen Dingen alles so aufgeteilt, dass wir es entweder komplett unter uns aufteilen oder wenn wir Netze nochmal rüber in die Regie gehen. Ob du jemals. Ich gehe regelmäßig in die Regie und verschenke Sachen. Und frag, ob ein Paket für dich gekommen ist. Komm. Das kann alles bedeuten. Ich häufe das erstmal. Vielen Dank an den oder die edle. Ich lese jetzt Schickerin. Wir werden das natürlich nicht alles, das wäre auch kalorientechnisch verrückt. Also, es kommt von Thies. Geil. Ich hoffe, ich komme nicht zu spät und euer Hades Let's Play ist bereits beendet. Da hast du unseren Skill absolut überschätzt. Ansonsten nehmt diesen Brief halt fürs nächste Let's Play. Es folgen drastische Worte mit vielen Kraftausdrücken und ich wechsle oft zwischen du und ihr. Sorry dafür. Lieber Etienne, deine Worte aus Sendung 1415 haben mich zu diesem Brief bewegt. Vor allem dir möchte ich sagen, scheiß auf den Hate. Hau weiter raus, was du denkst und was für Piep. Improvisierst du das gerade? Es sind, die euch, vor allem dich, beleidigen in den Kommentaren. Ich meine, auch an Medienprofis wie euch geht sowas nicht spurlos vorbei. Ich kann sowas von nachvollziehen, wie scheiße man sich fühlen muss bei solchen Kommentaren. Natürlich heißt es immer ignorieren, keinen Schauplatz klar geben, bla bla bla. Doch ich finde genau richtig, dass du raus hast, wie absolut hochgradig asozial dieses Verhalten ist und es dir euch den Spaß nimmt. Schau auf die Klicks. Es sind gut 20.000 Aufrufe, aber nur 200 Kommentare, davon vielleicht 20 mit Hass und Dummheit formuliert. Also scheint 19.980 Menschen zu gefallen, was ihr macht. Oder 19.980 Menschen haben aufgegeben. Was schreibt denn jetzt an mich? Es geht ja nur um weiter, dich. Ja, Moment, es geht noch weiter um mich. Oh. Oder zumindest gefällt es nicht so schlecht, dass sie einen toxischen Kommentar verfassen. Ich weiß, das hilft einem auch nicht, wenn man die Scheiße lesen muss. Ich möchte euch und vor allem dir, Etienne, nur sagen, es gibt reichlich Menschen, die es genauso mögen, wie ihr es macht. Lasst euch da nicht runterziehen, auch wenn es schwerfällt. Wer Min-Max-Gameplay sehen will, der findet da draußen bestimmt genug Anbieter. Lasst euch sagen, ich kenne euch nicht, ihr mich nicht, aber trotzdem habe ich euch lieb, wie ihr seid. Und dies geht unter Garantie weiter. Jetzt noch kurz zu Hades. Ich bin auch eher casual unterwegs. Mir hat immer der Bogen mit Ares Verderbnis auf der Spezialität gefallen. Man kann den Verderbnisschaden sehr pushen und hat einen großen Bereich damit unter Kontrolle. Die Bossfights dauern länger, aber man kann sich nach dem Schuss auf das Ausweichen konzentrieren. Müsst ihr nicht testen, aber nur um auch noch Senf zum Spieler zu geben. Und noch ein Tipp, macht erst den Minotaurus. Der andere Knilch bei 50 in Energy, haben wir schon, das machen wir immer so, ne? So, und zu guter Letzt gibt es natürlich auch noch was für die Fettleber. Und als Vater weiß ich. Jetzt kommt dann lieber Colin. Es ist am besten, wenn jedes Kind exakt dasselbe bekommt, daher alles zweimal für euch. Und packt gerne im Let's Play aus und esst allein schon, um die Hater weiter zu triggern. Dankeschön, lieber Thies. Lieber Thies, du hast natürlich schon losgegessen. Ich habe schon gegessen, die Kinderkarts gegessen. Ich bin nicht total versessen, hab aber schon schlechter gegessen. Also ich muss. Ja, ich muss sagen, also da er hauptsächlich. Ich war Andi Strauß gelernt, diese, weißt du? Da er hauptsächlich von mir redet in dem Brief. Ja. Und meine Trauer über den vielen Hate auch letztendlich dazu geführt hat, dass dieses Paket verschickt wurde, würde ich dann doch noch mal den Anspruch auf 50% des Inhalts diskutieren wollen. Aber war das nicht in Thies Sinne, dass wir es teilen? Also hat er nicht genau das beabsichtigt, dass wir eben nicht in Konflikte geraten, weil sein Wunsch war, sein letzter. Ja, es war wir wissen nicht, wie es Thies geht. Es war wir hoffen natürlich gut, aber wenn du das nicht respektieren möchtest, bitteschön.
Gut. Nein, vielen, vielen Dank. Lieber Thies, danke schön für die Nervennahrung. Was hast du jetzt gegessen? Ich habe schon so eine Kinderkarte gegessen. Na gut. Ich habe gerade so ein bisschen was vom Snack. Aber ich packe ein bisschen was ein für die Kids. aber dieses Dr. Pepper werde ich jetzt mal probieren. Wie du extra mit dem Auto noch 10-mal um Block fährst, nachher, nur um möglichst viel davon selber zu essen und nicht zu Hause abgeben zu müssen. Wir wissen beide, dass das nicht geht. Oh, jetzt verstehe ich das. Jetzt ist es smart. Das trinke ich auch. Jetzt probiere ich aber erstmal dieses Dr. Pepper. Weißt du, was ich gehört habe? Was ist das mit? Das ist so ein bisschen wie Cherry Coke, oder? Pass auf. Nee, das ist. Wie heißt der nochmal? Der Hamlin aus Better Call Saul. Der meinte, dass man angeblich, weil das hat Chuck. Das ist Marzipangeschmack. Chuck McGill hat das immer gemacht, dass man die Dosen, wenn die potenziell geschüttelt sind, angeblich so zentrifugal drehen soll, damit die potenzielle Bläschenbildung zurückgeht. Einfach oben drauf klopfen. Nein, nicht drauf klopfen. Doch. Nein. Das funktioniert seit 40 Jahren. Was ja, aber das ist der coolere, neuere Trick, der physikalisch vielleicht auch mehr Sinn ergibt. Und dann, wenn man es aufmacht, soll es nicht spritzen. Also, wir wissen nicht, ob es gespritzt hätte. Meins hat nicht gespritzt. Ja, aber dann hast du vielleicht auch eine andere Dose. Wie schwer auf der Skala von 1 bis 10 fällt es dir, mir recht zu geben? Nein, ich wollte doch eigentlich nur mal mit dir abgleichen. Du hast die Folge ja vielleicht noch nicht gesehen. Aber ich kannte diesen Dosentrick nicht. Und den muss man mal ausprobieren. Ich glaube, das hat aber einen harten Marzipan-Geschmack. Was ist in Marzipan drinne? Mandeln. Mandelgeschmack ist das. Aber ist das nicht so typisch Dr. Pepper? Ich kenne den Geschmack ehrlich gesagt nicht gut genug. Aber ich finde es relativ sanft im Abgang. Aber ich bin kein Marzipan-Mandel-Fan. Es ist nicht ultra penetrant, aber es ist deutlich spürbar. Aber es ist dieser typische Dr. Pepper schon irgendwie drin. Ja, ist mir auch ein bisschen zu nicht so meins. Aber ich nehme es trotzdem gerne. Lieber Thies, vielen, vielen Dank. Ist die Zuckervariante auch, ne? Ich trinke eigentlich keine zuckerhaltigen Getränke mehr. Ja, Thies, musst du jetzt nicht leid tun. Wenn du jetzt sagst, okay, dann schicke ich euch noch mal ein Paket. Vielleicht einfach berücksichtigen. Ist nicht verlangt, aber wäre noch netter, ne? Es wäre natürlich sinnvoll. So. Sag ich mal so. Sinnvoll ist es natürlich jetzt auch loszuziehen. Ich habe ein gutes Gefühl. Heute wird hartes. Aber das sage ich jedes Mal. Ich bin motiviert. Was wirst du denn nehmen für eine Waffe? Also wir können ja, glaube ich, den Supersperr. Wir haben übrigens auch viele geschrieben, das war die Diskussion am Anfang. Wir hätten uns da auf die Spezialität und nicht auf diesen Lifestyle-Wirbelwind konzentriert. In meinem Run, ne? In dem, ja. Aber viele haben gesagt, dass diese Spezialattacke, wenn man die mit Crits und so ausbaut, dass die schon sehr, sehr mächtig sein soll. Aber du hast schon gesagt. Ich habe das Gefühl, mit dem Speer. Du willst kein Speer. Komm ich nicht so klar. Sehe ich das richtig, dass du wieder auf die Knarre gehen wirst? Habe ich schon lange nicht mehr gespielt, ne? Ja, es war schon. Was hast du denn zuletzt gespielt? Ich habe die Faust, die Magnetfaust gespielt. Oder soll ich noch mal den Schild nehmen? Ja, da haben wir jetzt natürlich wieder wenig Erfahrungswerte. Ich bin ja auch ein Freund davon, eine Waffe mal so lange auszuprobieren, bis man da auch näher an den perfekten Bild kommt. Wenn wir ständig die Waffe wechseln, fangen wir natürlich auch immer wieder bei Null an, weil dann uns die Erfahrungswerte fehlen. Ja, das stimmt. Wir haben übrigens Zeus immer noch kein Geschenk gegeben. Weil wir ihn auch nicht entdeckt hatten. Okay, pass mal, sollen wir das jetzt mal machen? Wir geben, ich kann ja gleich mal einfach das Zeus-Zeug wählen und dann gehen wir zu Zeus. Also, dann kriegen wir ihn ja. Weißt du? Weißt du, wie ich meine? Warte mal, wollen wir denn erstmal, wir haben aber nur 20, dafür kriegen wir nicht viele Schlüssel. Wir haben ein Geschenk also noch. Vielleicht sind die gerade im Angebot. Ach gut, erstmal kurz einmal. Guess what, Father? The lounge is all tidied up. Your house contractor there is quite efficient once you muster up the necessary funds. You should try it. Are you expecting words of thanks because you paid the contractor to fix a bit of devastation that you caused? What if I replaced every furnishing in this blasted place? Would you treat me any better then? I suppose, boy, that there's only one way to find out. Though I suggest you save yourself the trouble. Ja, wahrscheinlich ist es genauso. Oh, it's no trouble at all. Wenn du alles gekauft hast. Also eine liebevolle Vater-Sohn-Beziehung ist unglaublich wichtig für den eigenen Charakter. Ja. Er versucht es halt mit, ich sag mal so mit. Wir haben einen Diamant, wir können die Brunnenkammer. Oder was ist das? Sonderobjekt. Gestattet die Wiedergabe von Musik. Nee, das ist Bullshit. Nee, geh mal großer Saal, geh mal großer Saal. Geh mal großer Saal. So, nee. Nee, Aufträge meine ich. Was war denn da? Nee, eins nach links noch. Da. So. Und jetzt haben wir hier. Ach, das ist das Gleiche. Das ist alles. Naja, wir geben jetzt diesen Diamant aus, um irgendwelche Musik zu hören. Nee, deswegen eigentlich würde ich fast lieber. Ich mach mal einmal kurz. So, ich mach mal weiter. Not really been at the top of my list of late, mate. But who knows? Something I've been meaning to try. Ja, ich mach mal weiter. Das gefällt mir bei Dead Cells besser. Nach einem Run, du bist gestorben, du fängst von vorne an, es geht direkt wieder los.
Ja. Dieses immer eine halbe Stunde im Hub noch mal mit jedem reden, das ist am Anfang nett, aber irgendwie nach dem 40. Run irgendwie, sorry, ist für mich eine Geduldsfrage. Gerade wenn man dann gestorben ist und ran möchte. Ich meine, ist jetzt in dem Fall wieder Zeit vergangen, aber du weißt, was ich meine. Das wäre natürlich jetzt geil gewesen, ne? Für nur 100 Edelsteine hätten wir uns jetzt einen zweiten Diamant kaufen können. Und dann? Können wir aber nicht tauschen. Ja, was anderes Geiles für holen vielleicht. Aber wir können Titanblut kaufen. Das ist halt viel geiler. Können wir eins kaufen. Ja. Weil damit können wir halt die Waffen upgraden. Ja, kaufen wir eins. Ja, ich will eigentlich jetzt auch ins Spielen kommen direkt. I ran into Thanatos out there. He aided me, although... Thanatos is worried for you, child. I hope you understand whatever anger you may sense from him is not the feeling at the source. Ist das gerade automatisch zur Seite gegangen? Das habe ich noch nie erlebt. Was ist es? Auch keine neuen Aufträge, aber komm, wir haben noch ein bisschen von der Sicke. Wollen wir noch mal göttlichen Stolz machen? Ja, jetzt, ne? Da bleiben wir jetzt dran. Ja, lass mal den göttlichen Stolz. Mal. 13, 14. Geil, ich bin gespannt, wie hoch das zu treiben ist. Was glaubst du? 30. Das wäre billig. Billiges Vergnügen eigentlich. Aber wer weiß, bisher ist ja noch... Ja. Es gab viele interessante Kommentare, wo ich wieder was gelernt habe. Zum Beispiel, wenn man Minibosse legt, dann ist die Chance sehr viel höher, dass man epische Sachen kriegt. Und es gibt auch noch heldenhafte Boons. Okay. Also es gibt noch eine Stufe über episch, die man auch kriegt, wenn man zum Beispiel die entsprechenden Dinger hier nimmt. Also was, alles, was die Chance halt erhöht. Und wenn du dann einen Miniboss hast, dann kann es halt auch mal sein, dass da auch mal so... Okay. Ich stelle mir gerade die Frage, ob ich den Bogen nehmen sollte. Aber eigentlich habe ich auch keinen Bock auf den Bogen. Also ich sag's, ich hätte irgendwie Bock auf einen Handschuh. Ja, ich hätte Bock auf die Waffe, auf den hier. Aber der Handschuh scheint mir gar nicht so scheiße zu sein. Den hast du auch noch gar nicht benutzt, also mach doch. Ja? Aber dann möchte ich auch diese Variante, die du hast. Ja, das ist die. Eigentlich geil. Ist doch die Talos-Variante. Ja. Ja. Ja gut, dann nehmen wir die nochmal. Und was mir auch gesagt wurde, das gebe ich dir als Tipp weiter. Nie stehen bleiben mit dem Handschuh, sondern du willst den Spurtangriff machen und du willst eigentlich die ganze Zeit durchrushen. Okay. Weil du dann auch schneller angreifst, als wenn du stehen bleibst. Also immer in Bewegung bleiben. Später kannst du dann auch alles wegtanken, was weiß ich. Ja, okay, dann probieren wir das mal. Achso, ne, wir können natürlich Zeus gar nicht sicher beschwören, weil wir ihm noch nichts geschenkt haben. Deswegen gehe mal davon aus, dass das Zeug Zeus-Geschenk ist. Gut, dann geht das nicht. Was treiben wir denn jetzt mal sinnvollerweise hoch? Vielleicht die bleierne Sanduhr oder die Geldbörse? Du und deine Geldbörse. Mach ja, die Geldbörse. Geld ja, mach die Geldbörse. Oder? Du willst doch. Ja, ich will so. Komm. Okay, ich bin gespannt. Ich habe echt Bock. Ich habe wirklich Bock. Habe ich aber die letzten Male auch immer gehabt. Einige haben auch gesagt, in der Übersetzung gehen manche Sachen verloren, wie zum Beispiel mit den zwei Brunnen, die im Englischen einfach komplett unterschiedlich heißen und im Deutsch. Well and Fountain, ne? Und bei uns ist es immer nur Brunnen. Dass man überlegen sollte, ob wir auf Englisch umstellen. Das wäre allerdings wieder dann ein neues Learning. Ich kann nicht anders. Warte mal, bitte ganz kurz. Dein Spurtangriff fügt 60% Schaden zu, der Angriffssequenz hinzufügt. Was, der zweite Teil, was bedeutet das? Ja, weiß ich nicht. Aber, ey, ich finde. Sorry, ich kann nicht anders. Let's go, Malfoy. Ey, das klingt doch nach dem ultimativen Trade-off. Musst du doch zugeben. Ich kann nicht. Also, sorry, wenn ich 2% Leben. Das ist doch, da kann ich mich doch gerade in diesen Gammel-Level hin, wenn ich so weit komme. Okay, der Haken, okay, der ist wirklich super. Weil du kannst einfach faul stehen bleiben. Ne? Ja. Oder auch nicht zu faul, wenn er nicht unterbricht. Ach, die sind diese nervigen. Wieso kriege ich denn hier einen Schlüssel? Ich will den geilen Scheiß bekommen. Okay, Gold, ja, gut, bleibt mir nichts. Wie kriegt man das hin, dass man den Hammer direkt als erstes kriegt? Ist das Zufall oder kann man das irgendwie durch irgendwas begünstigen? Das glaube ich, das würde mich wundern irgendwie, oder? Das ist ja schon ganz geil. Eigentlich. Ja, aber das klingt, also weil das ist ja schon potenziell mega geil, das direkt als erstes. Also hier am Anfang ist das schon schön. Das ist ein schönes Ding. Ich habe es ja am Anfang total verachtet, diese Nahkampfwaffe. Hey, die ist super. Ja, ich. Aber ja.
Aber allein dieses Stehenbleiben und sich nicht mehr bewegen als nötig ist genau mein Ding. Naja, aber du musst später dich viel bewegen. Ja, ja, das stimmt schon. Irgendwo habe ich auch gelesen, man soll immer auf 200, mindestens 200 Energie kommen. Ja? Hängt wahrscheinlich auch vom Bild ab, aber 160 ist wohl wenig. Okay. Also es soll bedeuten, aber ich eigentlich... Erstmal abprallen da. Und der Grund, warum wir das letzte Mal nicht abprallen gekriegt haben beim Spurten, war, dass wir schon einen Spurt belegt haben. Okay. Also dann ist die Chance geringer, dass man noch mal was für den Spurt kriegt. Das ergibt Sinn. Das bedeutet, also sollten wir jetzt vielleicht den Athene-Spurt, der ja wirklich schön ist, und hier ist auch schön, dass hier Gold ist. Als erstes sozusagen. Ja. Ich glaube, das wird der Hades ran, Leute. Ja, das sehe ich noch nicht. Deshalb habe ich zu häufig zu viel Freude verspürt in diesem Format und mich zu häufig darüber geärgert. Aber mir wurde auch zu Recht in den Kommentaren vorgeworfen, so nach dem Motto, als ich aufs Schlachtfeld gezogen bin, hatte ich schon verloren, weil meine Stimmung einfach entspannt. Ja, das war ja auch so. Ja, was soll ich sagen? Ich bin jetzt gar nicht... Athene. So, ja. Oh. Oh, aber das Ablenken, es ist... Aber eigentlich ist es gut, den zu haben, ne? Oder hast du nicht gerade gesagt, wenn man jetzt einen Spurt mit Schaden hat, kann das natürlich noch viel geiler sein. Nee. Weil ich mache ja keinen Schaden, ich lenke ja ab. Ja gut, ein bisschen Spurtschaden mache ich. Weil alles macht, alles gibt mir Ablenken dazu, ne? Komm, ich nehme ihn, ich spiele spießig. Weißt du, weil 89 und Ablenken, aber Spezialität Ablenken ist nicht so gut. Nee, Spezialität. Das ist zu langsam. Das ist zu langsam und ist ja dein Fishing-Move, aber nee, wenn dann Angriff. Aber ich glaube, also es ist jetzt auf jeden Fall nicht schlecht, dass du das hast. Ja. So, danach Spurtangriff mehr Schaden, das ist gut. Hier plus 33 oder Geld. Ich würde Spurtangriff nehmen. Den wirst du viel, also ich habe den immer viel benutzt. Mhm. Ja, weil man automatisch den schon so ein bisschen, ne, mit benutzt. Ach, und es kommt. Bossy. Gut. Verderbnis ergibt auf jeden Fall keinen Sinn, die auf Attacke zu machen, weil das ja nicht stackt. Das haben wir ja schon festgestellt, ne? Einfach immer beide Tasten und in den Gegner rein. Immer Spurtangriff rein. Ja, ich muss noch ein bisschen. Scheiße, aber. So, jetzt hole ich mir erstmal mal hier meine Energie zurück. Guck mal hier, siehst du? Plus zwei, plus zwei, plus zwei. Okay. Das muss man natürlich auch benutzen jetzt, um mir mein Leben zurückzuholen. Angriff, Verderbnis, nein. Ich glaube, das ist gut. Weißt du? Wegen verzögert und nicht stackbar und langsamer Attacke. Klingt smart, oder? Ich konnte gar nicht so schnell lesen. Der Verderbnis ist dieser verzögerte Schaden. Und der stackt ja nicht. Sondern den kannst du nur einmal setzen. Weißt du? Weißt du, wie ich meine? Ah, was kommt denn da? Das trifft nicht. Ach so, ah, ich Idiot! Ich frage mich schon, warum ich die ganze Zeit Schaden nehme. Ich habe ja noch irgendeinen Chaos-Buff. Nicht Buff, du weißt schon. Debuff. Genau. Das erklärt, warum ich so viel Leben verloren habe. Okay. All clear. Wie dumm kann man sein? Wie schnell kann man es vergessen? Hier, nächsten. Bei jeder Spezialität minus 3. Okay, alles klar. Schon Geld ausgeben oder erstmal noch gratis holen? Wir sind beide für gratis, oder? Tu nicht so, als ob du an meiner Meinung bist. Nein, ich bin eher. Also, das ist. Ich muss das noch. Oh, hier könnte ich jetzt mein ganzes Leben wieder voll machen. Boah, das geht aber flott jetzt hier. Zack. Ja, das ist alles Spurtangriff gerade. So, bam. Weil er eben so ein bisschen in die Richtung sofort hinspurtet. Weil nur Attacke hier, ne? Ich treffe nichts, aber diese. Macht schon. Man muss sich dieses Abrollen, dieses Daumen abrollen mit dem Spurtangriff ganz gut rangewöhnen. Ich zock gerade wieder Metroid Remastered. Also Metroid Prime, es ist so fantastisch. Moment. Du hast doch nie Metroid Prime gespielt.
Und dann hast du mal auf den Sender gespielt und bist abgebrochen. War scheiße. Und jetzt spielst du es nochmal und es ist geil. Jetzt gibt's ja die geile Steuerung. Jetzt Twin-Stick, ne? Ja, jetzt gibt's normale Ego-Shooter-Steuerung und das Spiel spielt sich wie Butter. Endlich hast du dieses Meister mit den Wii-Mods gespielt, das kannst du ja in die Tonne kloppen. Jetzt spielt sich's wie ein normales Spiel in der Ego-Perspektive gespielt werden soll. Ah, das freut mich. Mit neuen Texturen, butterweichen 60 Frames und dieser Soundtrack. Das finde ich gut. Ja, dann würde ich jetzt aber, ach nee, das ersetzt Schmerzensfluch. Ich würde fast den Racheschaden nehmen, weil ich das Gefühl habe, obwohl Bonus-Lebenszuwachs, nicht Regenerierung, das ist schon ganz gut. Ich nehme jetzt das, komm. Du willst den Gegner nicht wehtun, habe ich das Gefühl. Doch, jetzt wieder. Nö, hier brauche ich nichts, ich spare. Edelsteine, oder? Ich habe das Gefühl, die können wir besser in Schlüssel tauschen und für Schlüssel uns Geschenke kaufen. Wir müssen nämlich echt an der Geschenkefront an in unseren Beziehungen was machen. So, ist der Buff ersättlich? Oh, okay. Der Debuff weg? Nein. Ist hier noch irgendwo was? Der Brunnen, hier oben. Ah ja. Much better. Jetzt hätte ich aber, ich muss sagen, ich hoffe, dass der Herr noch Hades kommt. Hermes, oder wie, genau, Hermes Boy. Also jetzt eher Boss, ne? Weil die Chancen steigen. Warum das Hermes? Ist, ja. Weil Hermes mir mehr Spurz gibt, vielleicht. Aber da haben auch viele gesagt, 2 Spurz reichen, 3 Spurz sind schlecht, weil man gewöhnt sich das dann eher an. Ja. Und es ist eigentlich nur, man kommt überall hin und weg mit 2 Spurz. Morpes. Sollte man eigentlich gar nicht machen. 3 Spurz wäre Noob. Ich gebe nur wieder, was ich gelesen habe. Ja, okay, aber das ist wie. Klar, wenn du dieses Spam vom Spurten bringt natürlich nichts. 1, 2. Also. Ja. Ja. Okay. So, jetzt ist er weg. Jetzt kann ich endlich meine Spezialattacke wieder benutzen. So, jetzt schauen wir noch mal, was die Verderbnis uns jetzt bringt. Das ist, sagt, das ist der Verderbnisschaden. Und weil der nicht stackt, ergibt es ja keinen Sinn, aus meiner Sicht, auf eine schnelle Attacke zu machen, weißt du? Oh, schön, einfach durchmiesen. Wow. Was für eine Zerstörungsmaschine du bist. Guck dir das an. Das ist ganz charmant bisher, aber wir wissen gleich, dass Gegner kommen. Die genau das wieder, deren Stärke ist, mir auf den Sack zu gehen. Gut, das können potenziell viele sein, aber. Ah, Angel. 500 hast du. Ja, pass auf, jetzt geh erstmal Angel. Gotta hold nice and still. Oh, den haben wir noch nicht, oder? Nee, Skillersbross. Will nur mal sehen, wie der. Das sieht ja ganz cool aus. Sieht auf jeden Fall nicht lecker aus, aber cool. So, den würde man jetzt lieber ins Aquarium als in die Pfanne packen. Jetzt ist die Frage: Du hast 500. Mhm. Gehst du in den Shop oder holst du erst nochmal ein Upgrade? Ich glaube, ich gehe in den Shop, weil ich kaufe mir da im Zweifelsfall das Upgrade Plus. Oder? Ich meine, ich habe echt viel Kohle. Also, ich mit 500. Das sind nur 100. So. Keine Ahnung. Vielleicht noch erst kaufen sollen. Ach, egal. Das finde ich übrigens auch ein bisschen schwierig. Ich habe gerade gedacht, also weißt du, hier würde ich jetzt denken, ich kaufe Ares. Aber ich würde jetzt den Snack kaufen. Oh ja. Weil das ein bisschen. Kann zu Fehlern kommen. Beistand. Oh. Jetzt deckt das warte, doch. Was ist dein Verderbnis? Oben hast du Verderbnis, ne? Mhm. Ich habe halt eben nur gesagt, weißt du, auf eine schnelle Attacke, aber 100 Verderbnisschaden, das ist schon viel Verderbnis dann. Mhm. Nimm das. Oder den Beistand. Nee. Okay. Jetzt eben habe ich noch das. Aber ja, das jetzt alles. Also jetzt macht fast jede Attacke noch Verderbnisschaden. So, und jetzt kommt bestimmt meine Horrorgegnerin. Ich weiß nicht, wer es ist, aber ich werde sie erkennen. Hi. Ich glaube, die ist es nicht. Die Siphone, die haben wir noch nicht so. Elektro, oder wie heißt diese? Oh.
Ging über die Hälfte weg. Will ich unbedingt mit dem Poli 2 Leben bekommen. Ah, okay. Da haben wir schon mal mehr Angst gehabt. Das wird der Hades-Run, Leute. Ja, das wird der Hades-Run. Seid live dabei, wenn es passiert. Colin Gable besiegt Hades als erster Spieler der Welt. Nee. Oh. Hallo? Habe ich bekommen. Gut. Nee. Jetzt kommt irgendeine Scheiße. Das ist schön, es macht doch Spaß. Aber jetzt kommt natürlich der Grusel. Nee. Brauche ich nichts. Was nehmen wir jetzt? Also Goldzahn brauchen wir noch nicht, logischerweise, ne? Das, ich glaube, so Lebenssachen brauche ich jetzt auch nicht, weil ich das Gefühl habe, mit dieser Spezialattacke und der Lebensregeneration. Ich würde eher mal überlegen, was wäre jetzt für deinen... Für den Gott, für deinen, meinst du? Ja, was wäre jetzt für einen Boon gut für dich? Demeter ist zum Beispiel immer sehr mächtig, aber ich weiß nicht, inwiefern das die Verderbnisgeschichten ersetzt. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich finde ja Demeter immer super. Aber das kann man doch auch ergänzen, oder? Du kannst doch mit einer Attacke... Oder ist das eine Attack-Variante? Das weiß ich gerade gar nicht. Aber ich bin bei dir. Kann natürlich auch mal auf Chaos gehen, aber... Oder halt noch irgendwas hochtreiben, was uns später was bringt. Aber ich finde es auch gerade, ich finde, was ist denn eigentlich das da unten links nochmal? Angriffsspiel, ja gut, nee, das haben wir ja schon. Also, Poseidon war das ganz Gute mit diesem, ne, Weg-Ding. Weg-Splashen. Flug-Weg-Splashen. Ja. Oh ja, das war nicht schlecht. Das haben wir gerade, Athene. Mhm. Ewige Rose hier ist doch Aphrodite, die macht es schwach. Er macht den verzögerten Schaden, den Verderbnis. Nee. Mach nochmal zurück. Doch, das ist doch Ares. Ares macht Verderben. Verderbnis. Den hatten wir gerade. Ja. Artemis macht diese kritischen Geschichten. Das ist natürlich auch sehr gut. Ja, das stimmt. Dionysus macht Gift. Nee, das soll man nicht nehmen. Und Hermes macht schnell Ausweichgeschwindigkeit und diese ganze Scheiße. Nee, ich würde entweder Demeter oder Critical nehmen. Wäre mal interessant, weil ich so eine hohe Schlagfrequenz habe, ne? Mhm. Irgendwas an der Critical-Front auszuprobieren. Ist ein bisschen mutig. Wieso denn? Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl. Gut. Nicht so lange mit nachdenken. Okay, muss mal mehr Entscheidungs... Ja. Du bist immer so einer, du willst immer alles von 200 Seiten durch. Ja, du doch auch. Ach so. Ja, natürlich. Lass uns doch mal den Text lesen, bevor wir das. Null. Ich lese generell keine Texte. Ja, aber ich weiß doch, wie oft habe ich dich früher in Köln, als wir da noch waren, in der Buchhandlung erwischt, wo du einfach die Bücher halb gelesen hast, bevor du sie gekauft hast. Wissen wir beide. Schön mit dem Kaffee hast du da oben gesessen dann. Ich kaufe meine Bücher immer noch nach dem Cover. Ja. Das ist... Ah! Das ist es! Das ist ja wirklich, ne? Cover-Kau, amerikanische Paperbacks und so. Ja. Die haben ja immer viel krassere Cover, wo du denkst, jedes Buch ist geil, die Schriftzüge sind geil. Und bei uns ist es immer so reduziert. Auch, ne? Wenn ich im. Ja, wenn du dann so Surkamp oder so ultra, immer einen auf intellektuell. Ich liebe das in Amerika, wenn ihr mal in Amerika seid, in so ein Barnes & Noble oder so geht. Ja. Und da dann. Die ganzen Bücher, die sehen immer so geil aus irgendwie. Ich liebe. Ach, keine Ahnung. Ich habe ganz viele Bücher mir schon gekauft, einfach nur, weil die geil aussehen. Na und? Das ist okay. Wenn das irgendwas, ein gruseliges Haus, Horrorschriftzug und dann hast du noch einen geilen Titel. Oh. So, jetzt krieg ich mal, was ich bekomme. Guck ich mal. Guck mal, Artemis hält Ausschau, siehst du? Mhm. Hat sie gerade gesagt. Spezialität ist schneller. Das ist nach einem schlecht. Spurt bist du kurzzeit unbeugsam. Größere Eile, du bewegst dich schneller. Bewegungsgeschwindigkeit 30%. Finde ich ganz geil. Ich probiere mal aus, weil wir es selten benutzen. Aber ja, es fühlt sich in der Tat ja auch gleich schneller an. Weil du bist ja schon einer, der gerne mobil jetzt ist. Also. Ja. Ich merke jetzt schon, ich muss an meinem Damage-Output arbeiten. Was ist? 6 Gegner, okay. Muss man niesen? So, nein! Hallo. Ach komm, du Arschmadenprinz.
Schön oben auf der Insel im Norden versteckt, ne, wo ich dich nicht finde. Mann. Meine Güte. Und wahrscheinlich stimmt es. Mit zwei Sprints kommt man wirklich weit und fast überall hin. So, jetzt holen wir uns natürlich Artemis, weil ich will ja hier an der Kritikfront vernünftig weitermachen. So, jetzt Artemis, erste kritische Geschichte. Hoffentlich. Hast du Artemis gekriegt? Ja, also hier kommt sie jetzt. Woher weißt du das? Weil sie war angekündigt. Als Kammerballon. Ich kann mir vorstellen, dass nachher wieder nur gepanzerte Gegner kommen, weißt du? Ja, da musst du natürlich auch. Ich glaube, das wird der hardest Run. Braucht ein bisschen mehr Energie, glaube ich. 100 ja. Ist natürlich schon so ein Spiel mit dem. Stimmt, ich habe noch gar. Ja, weil ich habe ja diese 30% mehr. Aber merkst du, ne? Jetzt kriege ich keine Kammer. Oder eine hatten wir. So, also jetzt irgendwas Geiles. Die sind immer geil. Okay, nicht springen so leicht. Und keksig wie ein Urlaub in der Toskana. So. Achso. Ich habe noch keinen Beistand. Oder halt mal an diesen 2% an der. Tja. Der Artemis Beistand hat er mir immer so wahnsinnig viel gebracht. Nee, komm, ich treib jetzt mal hoch. Hättest du auch gemacht? Okay. So, kein Geld ausgeben, sondern bei Hermes was Geiles bekommen. Oh, die sind aber geil. Gehen schön leicht. Oh, diese Facker, ey. Guck mal, wie schnell du die zerlegst. Ja, ich habe trotzdem ganz schön viele Tasten benutzen dafür. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich faul bin, aber. Mr. Freeman. Wann kommt die nächste Folge Löffel, Messer, Gäbel? Die wir zusammen, weiß ich gar nicht, ob die vor dieser Folge oder so, ich weiß es nicht. Ich konnte es dir nicht sagen. Also soll sehr gut sein. Ja, hab ich auch gehört. So, guck mal hier. Ich glaube, diese schnelle Erholung ist nicht schlecht, weil du ja generell die ganze Zeit spurtest. Wenn du dann sozusagen durch die Gegner spurtest, selbst wenn du einen Schaden kriegst, also in der Theorie, weißt du? Dann bist du dann so ein bisschen wie unverwundbar. Jetzt geh auf Energie. Steady now. Oh, das wird der Hades ran. Aber ich habe das Gefühl, Aphrodite hätte mir einen Beistand gegeben, den ich ja doch sehr schätze, muss ich zugeben, ne? Ja, die kommt wieder. Es wird nicht die einzige Frau in deinem Leben bleiben. Doch. Es gibt nicht nur einen Menschen in der Welt, der dich glücklich machen kann. Das siehst du ja allein schon an mir. Du hast in deinem Leben deine Frau und mich getroffen. War statistisch sehr unwahrscheinlich. Aber es ist passiert. Ja, ich wollte auch sagen, man kann auch mal Glück haben im Leben, aber warum immer nur die anderen? Jahrelang hast du mich am Fernsehen gesehen und hast gesagt, dann gedacht, dass mein Freund werden könnte. Ja, ist es. Wie kriege ich das strategisch hin? Ich hätte mir auch so einen 10-Punkte-Plan gemacht. Und wer war auf deiner Hochzeit? Schritt Nummer 1, häufiger im Maniac-Forum unter Etienne Gardets Postings. Wer hat auf deiner Hochzeit die schönste Rede gehalten? This guy. Ja, das stimmt. Passt. So ist es. So, ich will jetzt aber den Athene-Beistand. Ich gehe jetzt hier hin. Statt Critical. Ja. Ich habe noch keinen Beistand. Ich will einen Beistand. Es ist auch eine fiese Wahl. Oh, Bosszeit? Nee. Das klingt so. Oh, nö. Sie wieder. Ja, dieser Verderbnisschaden, der hittet auch echt immer gut rein hier. Ja, Verderbnis, ne? Zum Befreien A drücken? Ja, ich hatte, glaube ich, gerade mit den. Ich war ja Stony. Versteinert war ich. Ja, war ich gestern auch. Egal. Als du mit der Vespa unterwegs warst? Ja, genau. Sehr witzig, ne? Ich weiß. Weil es sind zweimal, ne? Es wird jedes Mal. Es gibt. Ja. Es hat ein bisschen Schaden genommen. Ja, aber ist okay. Olympus. Ich hol mir den jetzt gleich wieder bei den nächsten Gegnern. So, jetzt aber. Aber willst du wenigstens lesen, was du weg. Ich will nicht den Spurt tauschen. Da sind wir uns schon mal einig. Und ich will auch nicht den hier Rache schmecken. Ja, okay. Das ist schon gut jetzt. Das ist schon episch, ist es, ja? Also, du spielst schon wie so ein
Profi da nicht mehr liest, sondern schon genau weiß. Ja, das weiß, stimmt. So. Ja. Es fühlt sich gerade mehr aus. Es ist, ich merk's schon, du hast wieder heimlich gespielt und es ist schon alles, ist langweilig alles schon. In der Tat das nicht, aber es ist tatsächlich ein bisschen komisch in Folge 1 noch der angstvolle Narr. Es sind nur 20 Folgen dazwischen. Ne? Ja, aber es ist ja auch gut zu sehen, dass es eine Entwicklung gibt. Ja, bam, die Falle hat's für uns geregelt hier. Sehr gut. Tap, 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 dodge. Ah, das ist der. Was gibt's sonst Neues auf dem Entertainment-Sektor? Nichts, ich bin kurz davor, Better Call Saul zu beenden. Ah ja. Ich habe noch zwei Folgen, ich find's traurig. Ich muss es sagen, guck's dir an, ich hab's dir, glaube ich, schon mal gesagt. Und allen da draußen, Folge 7 von der letzten Staffel von Better Call Saul. Ja, nicht besser verraten. Kannst du es nicht machen. Nicht verraten, bitte, bitte, bitte. Ich bin noch so. Nein, ich verrate, ich sag dir nur einfach, besser kannst du kannst du es nicht machen. Ich muss noch so viel gucken, ey. Ich weiß gar nicht, ob ich es jemals schaffen werde. Ich bin, glaube ich, noch Staffel 3 oder 4. Ja. Es lohnt sich dran zu es machen. Immer wenn ich eine Folge geguckt habe, war ich happy, wenn ich dann eine geguckt habe. Aber wenn ich vor Netflix sitze und überlege, was ich gucken soll, brauche ich immer Überwindung, um Better Call Saul zu gucken, weil ich dann immer denke, so, jetzt kommt erstmal wieder 20 Minuten, in denen ich nicht raffe, wo ich bin, was Phase ist und was das überhaupt mit irgendwas zu tun hat. Ja. Was zwar auch irgendwie Gimmick der Serie ist, aber. Ich weiß genau, was du meinst. Die lieben es, die verlieren sich ja manchmal ein bisschen zu lange in so einer Inszenierung und so einem Gag, wo sie sagen, komm, ich zeig jetzt noch mal aus 20 Perspektiven, wie der Mann den Tennisball umwickelt. So ungefähr. Genau. Man denkt, ja, das ist cool und smart und witzig, aber das war ich nicht beim. Das war natürlich. Das ist egal. Habe ich Angst davor? Nein. Ich hätte auch im Shop jetzt gerade gehen können. Es kommt nämlich schon Bosszeit. Ja, wir haben jetzt zweimal schon nicht Dings gekriegt, Sisyphus, ne? Komischerweise. Stimmt. Ja. Oh, na, Rüst. Ich bin. Wollen wir das machen? Also Wurf auf jeden Fall nicht. Ist wahrscheinlich dumm, dass ich den Wurf Nachdem du einem Gegner kritisch zu Schaden zugefügt, wird ein Gegner in seiner Nähe markiert. Oder halt wirklich mal, ich habe noch nichts gegen Rüstung. Effekte fügen einer Rüstung noch mehr Schaden zu. Ich habe noch nichts gegen Rüstungen, vielleicht ist das ganz gut, weil der nächste Level, da kommen doch bestimmt wieder nur berüstete Rüstungs. Berüstete? Oder berüstete? Berüstete. Berüchtigte? Berüchte, meiner. So, ich habe neulich festgestellt, ich wäre wieder bereit für ein Dark Souls. Es ist wieder soweit. Ja, da ist ja bald was hier. Knapp ein Jahr her. Ich kann so einmal im Jahr brauche ich meine Packung FromSoft irgendwie und ich krieg sie nicht. Ja, mal gucken, ob das neue von Team Ninja, ne? Hier Wong Lo oder wie ist das? Wolong? Wolong, ja. Ist das von Team Ninja? Ja. Hast du ein bisschen Nioh-Anleihen? Ich weiß nicht, ob du mit Nioh so. Weiß ja, Nioh war ganz cool, aber nicht From Software geil. Das stimmt. Das war mir dazu immer auch sehr viel Nioh. Was mich bei Nioh genervt hat, war das Item-Management. Also nach jedem. Ja, das war die Pest. Hat's da wirklich, habe ich immer eine halbe Stunde Sachen da und du denkst, ich will nur noch verkaufen. 2% mehr ausweichen, dafür 1% mehr Lebensenergie und dann sitze ich da wieder in so einer Entscheidungsparalyse irgendwie. Das hat mir nicht so gut gefallen. Genau, das ist richtig. Und das gab auch nie, es gibt ja auch keine zusammenhängende Welt, sondern nur halt diese Level. Ja. Fand ich auch. Finde ich dann Souls-mäßig ein bisschen geiler. Aber Kampfsystem hat schon Bock gemacht auf jeden Fall. War sogar noch in vielen Punkten anspruchsvoller durch die verschiedenen Stances und Waffen. Ja, war ein schönes Spiel. Also ich aber auch sackschwer. Also auch wieder so an einem Punkt, wo ich sage, ich habe jetzt schon so oft, ich bin halt auch nicht mehr so gut wie mit 25 in Videospielen. Ja. Und ich merke halt langsam, dass ich häufiger gefrustet aus Spielen rausgehe und mir dann immer denke so, ey, du hast übrigens super Beistand, ne? Ja, dann will ich mir aber eigentlich für Athena aufsparen. Für was? Bin ich schon fast tot? Na, für den letzten. Ups. Ja, mach jetzt! Nein, das bringt doch nichts! Du bist gleich tot! Nein! Oh Gott. Sag mir mal, wenn ich fast tot bin. 3, 2, 7, jetzt bist du fast tot. Jetzt bin ich tot. Gott. Ach, ich wollte doch für die Hüder. Du hast mich jetzt aber auch sehr abgelenkt. Ich bin mit Detaildiskussionen. Nee, aber ich sag mal eine Beischuld, ne? Hier. Das wollte ich. Ja, cool, war wert, das Leben zu Gehör zu schenken. Kommt aus dem Flokos gleich. Ja, es war. Ja, okay. Siehst du, jetzt geht's nämlich den Bach runter. Meine Stimmung ist gerade. Ja, aber zu Recht. Weil das ist einfach pure Überhöblichkeit, kompletten Beistand zu haben und ihn nicht zu zünden, wenn man 7 Energie hat. Das ist einfach nur überheblich. Ja, du hast recht. Das muss ich mir. Okay, gut, das finde ich gut, dass du sagst. Dann will ich auch nicht weiter drauf rumhacken. Jeder macht Fehler. Aber wir kriegen das ja wieder. So, hat uns jetzt ein bisschen was gekostet, aber du bist ja dafür auch eine Spar. Dafür habe ich jetzt gelernt. Eine Sparprutsch. Insofern. Ja. So, was holen wir uns denn jetzt?
Jetzt nehmen wir, ist es schon Zeit für die goldene Eichel vielleicht? Die immer grüne? Also das war mit den vier Treffern beim Boss. Traust du dir das? Reicht dir das? Wie oft wirst du getroffen bei den beiden? Also ich habe drei. Wir haben noch ich habe drei Todesverachtungsladungen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch mir eine vierte hole. Nee, das ist klar. Aber ich frage mich nur, wie oft wirst du getroffen? Weil ich habe das Gefühl, bei den beiden sind vier Treffer relativ schnell mal weg. Das sind sie. Aber vier Treffer, die machen im Zweifelsfall auch einen ordentlichen Wumms. Ja. Also, und wir leveln sie auch hoch. Also, es kann nicht verkehrt sein. Ja. Nehmen sie mal mit. Also, nehmen wir die immergrüne Eichel. Ihr nehmt einen kleinen Spot. Beides ist eine super geile Entscheidung. Hey, du. 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 Ja. Du. Und du. Und du auch. Und du auch. Ja. Du. Ich muss schon ablesen, ist peinlich. Danke. 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 Dankeschön. Vielen Dank. Grazie. Wir alle von den Rocket Beans wollten uns bei dir bedanken. Denn dank deiner Unterstützung können wir das machen, was uns wirklich Spaß macht. Und das ist, dir Spaß zu machen. Ja, recht herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. Wirklich, danke. Merci. Spasiba. Arigato. Erfreite Stoppoli. Was willst du, dass ich sage? Vielen Dank. Auch von uns. Und von uns. Und von uns. Vielen herzlichen Dank. Danke, Mann. Danke. Vielen Dank, dass du. Du? Ja, du im RBSC bist. Vielen Dank, dass du im RBSC bist. Kann man ja ruhig mal sagen, ne? Gehört sich so. Danke. Weißt du, was ich glaube? Nein. Ich weiß gar nicht, wer sitzt in der Regie? Clara und Paul? Ja. Ihr müsstet ja eigentlich schon ziemlich gut sein im Zocken, weil ihr ja uns beiden dauernd zuguckt. Ja. Ich glaube, wenn man die ganze Zeit, sag ich mal, hauptberuflich Skill sieht. Was für passive Effekte das hat auf die Lernkurve. Ich weiß, wie sie sich gerade abklatschen. Und das auch zu Recht. War gut. Ich habe schon schlechter getimtes Grillenzirpen gehabt. Ja, aber wieso hat der Paul. Oder wer war, von wem kommt's? Von Paul oder Clara? Warum habt ihr in den Grillenzippen so direkt griffsbereit? Das stimmt. Anstatt ein Applaus und das Woho oder beim was Applaus, da dauert es manchmal 5 Sekunden oder beim Lachen. Aber so ein Grillenzippen ist erstaunlich schnell da. Da hast du recht. Als ob die exakt wissen, welche Taste es ist. Ja, da hast du recht. Da bin ich bei dir. Das ist. Naja. So, hier, da muss ich jetzt. Oh, dieses Kacklevel. Ja, aber auf, was du sagst, zu jedem Level Kacklevel. Das stimmt. Außer zum ersten. Aber hier kannst du jetzt schön durchbashen. Ja, genau. Und mir die zurückholen. Mit deiner super Laufgeschwindigkeit. Toll. Ja, die haben wir wirklich toll gespielt. Ja, aber vielleicht nicht in den Speer rein. Ich glaube, wir müssen was an der Angriffsschraube auf jeden Fall drehen. Ich muss erstmal mir meine Lebensenergie zurückholen. Ach, guck mal. 33, das ist doch schon mal schön. Weil diese, ich weiß nicht, warum diese 200 habe ich jetzt so im Hinterkopf als Richtwert. Ja. Und du hast vorhin gesagt. Aber du weißt nicht mehr. Also warum? Nee, das stand irgendwo im Kommentarbereich, weil wir immer gesagt haben, oh, wir haben ja schon ganz viel, haben die gesagt, nee, 160 ist gar nicht so viel. Also es ist nicht so, dass wenn man jetzt irgendwie 160 hat, schon aufhören kann, in Energie zu investieren, so. Aber es macht ja auch Sinn, weil. Geil. Tatsächlich Energie. Ist ja letztendlich das, was uns am Leben hält. Ah, weißt du übrigens, was ein bisschen ungünstig ist? Was denn? Bei meinem Leben zurückholen. Wenn die Verderbnis von der Spezialattacke trifft, dann kriege ich keine Energie. Sondern nur, wenn es wirklich der Sicher? Ist. Ja. Musst du mal darauf achten, aber ich meine mich schon. Nur mit deiner Spezialität. Aber wenn die Verderbnis durch deine Spezialität kommt. Das glaube ich nämlich eben nicht, leider. Hier, weil du sagst, ich soll es nicht verschwenden. Gerade brauche ich sie nicht. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich auch gespannt. Jetzt was richtig Geiles. Das wolltest du doch vorhin haben, oder? Warte, ich lese nicht so schnell. Dein Spurtangriff fügt 60% Schaden zu. Ich würde, ja, oder das zweite ist natürlich, ne, du springst hoch, pam, und machst Area Damage. Aber ich bewege mich natürlich auch total viel, ne? Aber du, das ist ja auch gleichzeitig Magnet. Das heißt, Spezialität zieht die Leute an. Pam,
Ich weiß nicht, es klingt in meinem Kopf, aber das unten ist natürlich auch. Vor allem, geil. Wir wissen nicht, was es ist. Und es ist noch zu Schicksalswahl. Warte mal, dein Spurtangriff fügt 60% Schaden zu, der Angriffssequenz hinzugefügt. Probier mal. Das heißt, es geht in die. Ja, probier's aus. Komm, jetzt wollen wir wissen. 60% ist. Mach mal Spurtangriff. Viel. Also, du machst dann direkt. Du kannst direkt nahtlos in den Angriff gehen, wahrscheinlich. Heißt das das? Ja? Also, ich mach das hier gerade, ne? Also. Ja, und halt danach gedrückt. Aber fühlt es sich jetzt irgendwie anders an, oder? Nö. Ich habe das, glaube ich, vorher nie bewusst probiert. Ja, ja, deswegen weiß ich es nicht genau. Ich weiß es jetzt auch gerade nicht. Egal. Oh. Es wird schon gut sein. Ich habe immer das Gefühl, ich muss was an meinem Power-Output echt tun. Das ist gerade alles. Und jetzt gehst du da schön. Ja. Und die Falle macht den Rest. Sehr gut. Ich hasse diese kleinen Kackwagen. Ah, das wusste ich doch. Hatte ich gehofft. Ups. Alles gut, voller Energie. Bei dem Bild würde sich fast schon anbieten, dass man irgendwas nimmt, so wenn du volle Energie hast, machst du 30% mehr Schaden oder so, ja. Weißt du? Weil du hast echt die ganze Zeit volle Energie. Durch das Schild und. Das ist ganz gut. Kein gefällt, mir ganz, gefällt mir ganz gut, du hier. Also mehr Verderbnis, ja, diese kritischen. Das ist, ne, hier könnte ich jetzt nachinvestieren. Ich würde das machen. Ja, ne? Ja. Ich weiß das noch von Diablo, jeder Prozent der kritische Chance erhöht letztendlich deinen DPS-Gesamtwert massiv. Dann gehen wir auch hier wieder, oder, zum Boss und nicht zum Shop? Ja. Ja, wir sind heute mal geil. Was kommt denn für ein Boss? Ach, hier ist wieder. Ah, okay. Immer Sprintangriff durch den durch. Dieses Scheißding muss auch erstmal jetzt weg sein. Ja, genau. Sprintangriff. Spurtangriff heißt das. Sprintangriff. Jetzt ist er weg. Achtung. Ja. Abgelenkt. Sehr gut. Ist schon nicht ohne und trotzdem voll Energie. Du hast Aphrodite mal 2. Ja. Jetzt hast du Aphrodite mal 3. Mal 2. Komm her, komm. Sehr gut. Sehr gut. Aber es ist, ich habe jetzt schon Angst davor. Man sieht ein bisschen wenig in diesem Nahkampfeffektgewitter. Ich glaube, das war bei dir nämlich auch durchaus nicht unproblematisch. Ob jetzt so ein Fadenkreuz oder irgend sowas mich gerade. Aber voller Energie. Weil du das alles wieder rausholst durch die. Ja. Oh, damit was ersetzt, ne? Ja. Aber heroisch, warte mal. Dein Angriff fügt mehr Schaden zu und macht Gegner schwach. Okay, also nicht mehr die Verderbnis habe ich dadurch. 15% weniger Schaden nehmen. Ich bin fast nur zwischen 1 und 2. Das warte mal kurz, was hatten wir? Todesqualfluch. Das war das Verderbnis. Also, dass der Angriff einmal Verderbnis macht. Diesen Nachschaden. Weil du kriegst jetzt plus 122, ja. Sehe ich das richtig? Ja, siehst du absolut richtig. Und das davor hatte nicht irgendwie auch plus 100 oder so? Nö, das waren 80 Einmalschaden oder nee, so. Nee, dann nimm das, Alter. Und vor allem, das. Nimm es! Das Opfer fügt jetzt schwach, ne? Take it. Kommt dazu. Ja, komm. Ja, heroisch! Ja, guck mal hier, okay, jetzt gibt's hier richtig Kasala. Warte. Power oder. Ich sehe die 200. Ja, gut. Dann können wir uns in Zukunft nicht mehr vorwerfen lassen, dass wir nicht. Ja, dann müssen wir uns nicht mehr damit beschäftigen. Erst und guck, wie sie jetzt fallen, wie die fliegen. Mit dem Spurtangriff noch hinterher und dann in den Angriff reingleiten. Bam. Und jetzt ein bisschen hier. Jetzt Y für Geld zurückholen. Jetzt musst du mehr mit Angriff arbeiten, ja. Nicht mehr so viel mit Spezialität. Ja, ich will einfach keine Energie verlieren. Das ist natürlich ein bisschen. Du hast auch Aphrodite. Dreimal. Boah, jetzt ist es egal. Jetzt hole ich mir das zurück. Wollte ich eigentlich. Das an, der Boy. Ja, okay. Oh, Double.
Jetzt kriegst du auch noch einen Double und einen Boss. Nein, nein, nein. Oh, aber das haben wir noch nie. Da gibt's, das ist Schicksalswahl. Vielleicht fehlt da nämlich nicht mehr viel. Beim Verhindert, Charon, dass Flammenradgegner in Scharmützeln auftauchen. Ich kaufe das jetzt mal, aber eigentlich nur wegen der Schicksalswahl. Weil ich glaube, auch bei diesen Belohnungen, die man bekommt, diese Quests quasi, wenn du alle Charon-Gegenstände mal gekauft hast, okay, dann kriegst du da auch irgendwas. Ja, why not? Ist ein bisschen, wir haben das Geld. Ja, wir haben's. Echt? So, ja, natürlich, ne? Ist hier noch irgendwo Geld? Das wird jetzt Minotaur wahrscheinlich, oder? Nee, Quatsch. Nee, das ist wieder so 2 für 1, ja. Leute, freut ihr euch? Das wird der Hardest Run. Ihr seid live dabei. Wie geil ist es? Na, hör auf. Was nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme sie. Das war der blöde, das Herz, was ich letztes Mal so. Das nährt. Ich nehme sie, damit ich Artemis kriege. Pfeil, der dich verfolgt, Feuer. Okay. Verknallschuss, nee. Spurt fügt am Ausgangspunkt, ersetzt göttlichen Spurt. Schwache Effekte dauern länger, ja. Ja, ne? Ganz unten. Ich hoffe, dass sich das mit dem, dass dieses Ignorieren von Wurf sich nur als riesen Scheiße ausstellt. Artemis ist voll pisst. Wisst ihr, die hat auch irgendeine Verfolgungsscheiße. Ja, aber die ist noch ganz gut sehbar, sichtbar. Dieses Herz hat mich das letzte Mal gebrochen. Exakt. Das war echt moralisch auch der Downer für dich dann. Ja, ist wie im echten Leben, gebrochenes Herz. Auf seinem Grabstein steht, gestorben an gebrochenem Herzen. Ist so. Ah, Mist. Was ist es? Was total dumm ist, ich vergesse ja, dass der magnetisch ist. Da muss ich gar nicht so lästig dahin rennen, weißt du? In die Gefahrensituation. Das muss ich mir auch vor allem nachher in diesem nervigen Giftlevel, sollte es soweit kommen. Ich gehe jetzt einfach davon aus. Ich meine, geil, die Wagen, die haben sich jetzt gegenseitig angegriffen. Wegen Aphrodite. Das ist super souverän, ey. Du verlierst nicht mal Energie, du gehst hier mit 200 raus, ey. Wie im Casino in Bad Bentheim. Na komm. Ah. Aber es war viel Arbeit. Ja, aber guck dir's an. Ja. Komm jetzt. Sehen wir 4%? Nein. Oh. Das ist wieder dieser Bonusschaden. Aber unten kritischer Schaden plus 15%. Aber nur, wenn er trifft. Das ist jetzt nicht der kritische Schaden. Ja, an sich. Aber ich würde unten nehmen. Ja, ich glaube, ich habe Bock auf den. Ich will noch mehr Mayhem hier haben. Das ist jetzt. Was ist das? Ach so, nee, ich dachte, das ist der Hammer. Nee, dann such dir aus was. Aber warte mal, du kriegst für. Nur mal kurz die Logik. Also 50 Edelsteine sind 5 Schlüssel, sind ein Geschenk. Ja, aber das ist ja Nektar. Oder? Ja, genau, Neck, aber das ist. Nee, das ist das Geschenk. Ah, ja, okay. Ist aber eigentlich egal. Ich glaube, weil wahrscheinlich sind da auch nicht mehr als 50. Aber vielleicht doch. Dann wäre es ja dumm. Also ich. Oder anders gesprochen, mit Edelstein kann ich viel kaufen. Mit Nektar nur Freundschaft. Pass auf. Solltest dir vielleicht den echt mal ein bisschen zulegen. Und jetzt, pass auf. 5. Stark. Naja. Die wissen schon, wer da kommt. Ja, die wissen es. Was nehmen wir jetzt? Warte, jetzt müssen wir überlegen. Was war nochmal Ares? Ares ist Verderbnis. Nee, haben wir abgegeben. Mach links. Verderbnis wollen wir nicht mehr. Vielleicht kriegen wir irgendwas Geiles noch für unseren Spurt, ne? Oh, oder so ein Klingensog hätte ich vielleicht für den Wurf bekommen. Weißt du, dieses Werfen. So, umhauen jetzt. Was ist das? Götterzähler. Da kann man mal raushauen, hast recht. Boah, das macht schon Bock zuzugucken, wie du da rein smashst. Ja, das macht schon auch nett. Macht auch Spaß. Ich hab schon weniger Spaß in diesem Spiel empfunden. Ja, vor allem, man ist irgendwie involviert und steht nicht dauernd da und wartet, muss den Pfeil und Bogen aufziehen, sondern ja. Du gehst da rein, haust die um und gehst zum nächsten, so wie es sein sollte. Ja, ich kann das schon verstehen. Diese, wie sagt man, anfängliche Liebe aus der Ferne.
wenn man so ein bisschen dieses Vertrauen, dass man in diesen Situationen eigentlich nicht permanent Schaden nimmt. Doppel-Aphrodite rein jetzt und dann sind die weg. Bam, bam, jawoll. Guck mal, und greifen sich gegenseitig an. Ach, herrlich, ey. Guck mal, die haben ja immer noch Verderbnisschaden von der anderen Attacke. Das heißt, du hast jetzt Verderbnis und schwach auf den Gegner. Das ist schön, ja. Wurf deine Angriffe, die ablenken können. Lass den Gegner auch schutzlos. Was ist denn der Bonus? Tückenschaden. Bei Treffern von mehr Schaden. Halbwegs voller Götterzahl. Oder kann. Also, es kommen ja nachher diese Kleinräume, ne? Wenn ich da hinkomme. Und irgendwas mit dem Wurf, was so ein bisschen. Das ist jetzt, ist das plötzlich eben, zuletzt setzt du auf eine andere Aktie, obwohl du dein Leben lang mit Tier Online glücklich warst. Also die Frage ist, nutzt du es auch wirklich oder hast du es jetzt eh schon so abgespeichert, dass du eh die Wurftaste kaum drückst? Ja. Andererseits sind die ablenkenden Sachen natürlich nicht schlecht. Deine Angriffe, welche Angriffe können denn ablenken bei dir? Eigentlich glaube ich nur mein Schienenspurt. Und das ist natürlich ein bisschen. Deshalb würde ich, glaube ich, ganz oben nehmen. Ja. Ja. Guck mal, dann hast du was, was du auch mal reinschmeißen kannst. Ja. Und jetzt gehe ich mal in den Shop, weil es kommt garantiert danach doch wieder ein Boss, oder? Ist da was noch voll zu holen? Jawohl. Ja, ich gehe mal in den Shop. Oh, war das Klong vom hier ist ein Fisch zu fangen? Ja. Hab ich überhaupt nicht gehört. Ja, da war kurz so ein bisschen Zeitversetzung. Ich bin begeistert, Colin. Das ist ja wirklich. Das war Zufall. Das hört sich ein bisschen wie eine Doorbell an. So. Noch was Neues. Ein Meeresmar. Meeresmar, der sieht aber schön. Hier war einen geilen Scheiß gleich für. Das ist ein stolzes Tier, ne? Ne, wo ist der Meeresmar? Warum wird der denn jetzt nicht automatisch? Na egal, ich will nicht. Ich will. Schon wie so ein shiny Pokémon oder so. Oh, noch mehr Geld. Mir macht der Run bisher auch Spaß. Nehmen wir alles, ne? Aber erstmal, obwohl, ändert sich das Power-Up wohl noch, je nachdem. Ah, siehst du mal, jetzt ein bisschen noch kritisch drücken. Ich will das. Ist das vielleicht jetzt ganz gut? Warte, war nicht so schnell. Du hast recht. Deine Spezialität ist kraftvoll und hat eine 20% Chance kritischen Schaden. Und was war Schmerzensfluch? Das war doch das Heroische. Das war der Verderbnisschaden. Da bin ich jetzt nicht sicher, ob das schlau ist. Dein Götterzähler lädt sich schneller auf, finde ich interessant. Andererseits, um nochmal mit deiner Argumentation zu kommen, die du vorhin hattest. Also, der Verderbnisschaden war, wir können es glaube ich jetzt nicht, oder kann man das jetzt nochmal an? Ach doch, guck mal sich angucken, das brauchen wir ja gar nicht. Pass mal auf, also, 120, ja, macht der Verderbnisschaden. Ja. Jetzt kriege ich 89 Zuwachs. Wie viel Schaden mache ich denn? Das weiß man natürlich nicht so genau, ne? Also, wenn jetzt die Spezialität per se vielleicht 40 macht oder so, dann würde sie jetzt entsprechend knapp 60 machen. Sowas ums. Also, du hast erstmal 20% mehr Schaden. Nee. Mehr kritisch. Nee, du hast mehr Schaden in deiner Spezialität. Das sind 89%. Hast 20% Chance, kritischen Schaden zu machen. Ja. Die Frage ist, prockt irgendwas durch kritischen Schaden? Wir haben ja manchmal so Sachen, bei jedem kritischen Schaden passiert X. Oder zum Beispiel hier wäre jetzt beides interessant, weil dein kritischer Schaden würde gleichzeitig den Götterzähler erhöhen. Das heißt, du hast natürlich ein Interesse daran, kritischen Schaden auszulösen. Ja, aber ich weiß jetzt, habe ich nämlich noch ein Argument für die Spezialität. Wir haben ja eben festgestellt, wenn die Verderbnis killt, glaube ich, kriege ich nicht mein Leben zurück. Wenn jetzt die Spezialität killt, habe ich deutlich bessere Chancen, mein Leben wieder ein bisschen hochzustacken. Ja. Ich würde das mal probieren, das interessiert mich jetzt. Gut. Und das sollten wir vielleicht auch mal häufiger machen, daran denken, dass wir hier was drücken können. Ich glaube, das ist ein guter Tausch. Irgendwie. Okay. Kannst du direkt hochleveln? Auf 100%? Also die Chance wird nicht höher, aber jetzt habe ich 100% Schaden. Ich gucke noch mal einmal ganz kurz. Das untere Schadenrüstung, ich glaube, das macht den. Ja. 100% mehr Schaden. Dann können wir gleich mal gucken, was ich an Schaden mache. So, ich überlege, lohnt sich das? Nee. Ich schaffe das doch jetzt, oder? Klar. Dann spare ich das Geld lieber. Okay.
gespannt. Auf ein Dr. Pepper Zimtmandel. You again? Upon my word. And what's this lesson? Your lesson. Ich versuch gleich mal. Ich mache jetzt mal eine Spezialität. Ah, schwer zu sagen, was alles an Schaden zusammenkam, ne? Also du hast noch volle Energie, by the way. Und einmal Aphrodite. Ja, ja, ich komm, ne? Leute, das ist der Hardest Run. Seid live dabei. Holt jetzt noch alle eure Freunde, ruft sie an, klingelt bei den Nachbarn, sagt, kommt vorbei, wir gucken es hier zusammen. Das ist wahrscheinlich das größte Spektakel seit dem Super Bowl. Hör auf, hör bitte auf. Was, unterhaltsam zu sein, geht nicht. Nee, aber mir so einen Druck zu machen. Man kann es nicht. Das ist einfach eine realistische Analyse. Du hast volle Energie, du hast noch nicht mal Schaden genommen. Weil du so eine Maschine geworden bist in diesem Spiel. Nee, das ist einfach ein guter Bild gerade, der gefällt mir. Einfach wirklich auch stolz. Ich auch ein bisschen, gebe ich zu. Das ist gerade so schön. Erfolgsgeschichte zu sein. Dieser Run ist unjinxable. Nee, das stimmt nicht. Das wissen wir beide. Das ist. Ich habe in meinem Leben schon die Eintracht in die zweite Liga gejinxt, also. Aber hier wird es heute keine bösen Überraschungen geben. Guck dir das an. Ah, das war nicht gut. Guck dir das an. Da ist schon wieder eine Aphrodite da. Guck. Und die Herzen fliegen mehr als bei so einer Hello Kitty Handtasche. Ist Hello Kitty noch ein Ding? Bestimmt. In Japan war das krass groß. Ich glaube, es kommt sogar aus Japan. Ja. Oh ja auch. Und der Minotaurus ist gone. Ja, ich sag ja, durch diesen Sprintangriff, die Skillung ist so, dass der Spurtangriff, ich sag immer Sprintangriff, der Spurtangriff dich fast unsterblich macht. Ah, das war. Ah, nee, das hat mich getan. Weil du bist quasi immer für eine Sekunde irgendwie, glaube ich, nicht schadensempfänglich, wenn du durchspurtest. Irgendwie so war das, ne? Habe ich nicht eben das. Die immer grüne Eichel haben wir doch genommen, oder? Das erklärt wahrscheinlich auch, weil ich noch keinen. Ach ja. Warum ich noch wenig Schaden genommen habe. Das stimmt. Nee, aber die haben wir, glaube ich, nicht genommen. Haben wir die genommen? Ich weiß es gar nicht, aber es kann sein, dass das der Grund war. Das ist gefährlich. Du hast eine Afro. Wenn er diesen Kreisel macht und ich dann nämlich nicht den letzten. Den Ausweicher. Konzentrier dich. Ja. Nicht wieder unnötig was verschenken. Boah, 300, da war der Crit. Mal Crit, 300. Und drei Würfe. Danke für den Hinweis. Jetzt ist er gleich down. Oh, oh. Boah, stark, Colin. Das macht mich echt ein bisschen geil. Also, das hatten wir noch nie, ohne zu sterben, hatten wir, glaube ich. Haben wir noch nie gehabt? Ich glaube nicht. Okay, das hat auch Spaß gemacht. Mir tut der Daumen weh, gebe ich zu. Also den ersten hast du ja komplett weggelatzt. Beim zweiten wurde es ein paar Mal getroffen, aber das war ja zu keiner Sekunde wirklich gefährdet. Jetzt kommt schon das letzte Level. Du hast Geld. Alles ist geil. Jetzt stelle ich mir die Frage. Wie jedes Mal. Sollten wir jetzt. Gucken wir mal kurz, was wir einkaufen könnten. Nein. Oder? Ich glaube, das ist so berechnet, dass ich genau diese 15 brauche. Ich glaube, ich kaufe nichts, oder? Aber andererseits nur 12 Herzen. Aber das ist jetzt genau das Dumme. Die wollen mich da jetzt reinquatschen. Ich würde da nichts kaufen. Ich kaufe. Du hast hier gleich den großen Laden da unten. Aber bleiben wir jetzt bei der immer gleichen grünen Eichel? Ja. Oder hole ich mir eine weitere Lebensversicherung? Ich sag immer grüne Eichel. Weil du glaubst, ich brauche nur. Weil ich glaube, dass du die erste Form Hades damit schon mehr oder weniger in der Tasche hast. Und dann gehst du in die letzte Form Hades mit 3 Leben. Das ist sehr viel Vertrauen, was du mir gerade entgegenbringst. Ja?
Aber ich würde ja nicht mein Geld auf dich wetten, wenn ich nicht glauben würde, weil es ist ja mein Geld. Ja, das ist wieder so. Es ist weniger der Wunsch, dich zu supporten, als mich reicher zu machen. Ja, das klingt im Prinzip nachvollziehbar egoistisch. Aber auf eine gewisse Art und Weise könnte... Ich hab's gemacht jetzt übrigens, ne? Ja. Fürs Protokoll. Okay. Oh. Oh, da krieg ich auf jeden Fall jetzt auch eine... Ja gut, eine Fragezeichenbelohnung, weil wir ihn noch nie besiegt haben. Dumm. Okay. Jetzt wirklich smart investieren. Also, einfach mal 300 in Doppelpower. Was ist denn Doppelpower? Ich glaube, der 300er Apfel ist Doppelpower, der 100er Apfel ist einfach Power. Ja? Ja. Aber ich könnte natürlich. Ich glaube, ich würde erstmal Aphrodite nehmen für mehr Crit. Der Artemis. Artemis. Das wäre safe auf jeden Fall. Also, das hatten wir, das sind die Ausdrucks. Könnte hier in den engen Räumen ganz interessant sein. Du meinst jetzt hier, der hier? Austritt. Ja, weil du hast ja diese großen Wurfdinger, die könnten hier interessant sein, weil du wirfst die und pff, also ich stelle mir jetzt so ein bisschen wie Corpse Explosion vor. Deine kritischen Effekte ist natürlich kritischer Schaden plus 15%. Ist alles gut. Ist alles gut. Ich kann mit allem leben. Ich glaube, ich nehme jetzt mal den Jägerinstinkt. Auch wenn das irgendwie nach 0,25 wieder noch nichts klingt. Die Schicksalswahl finde ich gut. Gut. Wie gesagt, du hast meinen Support bei allen dreien. Das freut mich. Wollen wir denn direkt hier noch ein bisschen powern oder lieber Geld sparen? Ich würde sparen erstmal. Aber die Frage ist, Moment, worauf sparen wir? Türen. Ich guck mal einmal kurz, was die Türen zu bieten haben. Also, da Boss, da Geld, da Ding, da Bumm. Ja. Also viel Geld wirst du nicht mehr kriegen. Offensichtlich. Die Frage ist, auf was sparst du? Du hast hier nochmal... Ich weiß nicht, ob wir nochmal auf 500 Gold kommen, ehrlich gesagt. Ja, ist die Frage. Also... Du weißt vor allem ja nicht, wo jetzt die Belohnung ist. Also soll bedeuten, wenn jetzt zufälligerweise hier die Belohnung ist, könnte man sich ernsthaft überlegen, aus Risikogründen, ne, nur noch zu kaufen und dann zum Boss zu gehen. Versus, ich verliere noch mehr Lebensenergie. Aber das wissen wir ja eben nicht. Nee, du verlierst ja kaum Energie, weil du ja immer welche zurückgewinnst. Also ich würde fast sicher alle Räume machen. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal ein bisschen... Überleg mal, wie mächtig du bist nach den Räumen. Okay, dann hole ich mir jetzt erstmal noch mehr Macht. Und benutze deinen Wurf hier. Ja. Ah. Ich weiß nicht, was gerade wen. Egal. Wer hier wen gefickt hat. Ja, das war so sehen gut. Weil hier ist natürlich. Da kannst du direkt die Wurf reinwalzen. Wurf! Ja. Ich will mal hier raus aus dem Scheiß. Warum hast du deinen Wurf nicht? Ich verstehe. Weil ich mir jetzt gerade hier das zurückholen will. Meine Lebensenergie hier. Deswegen. You know? Ja, das kannst du ja. Waren 11 gerade. Ich habe gerade 11 wiederbekommen. Dadurch. Deswegen, es war schon. Okay. Wenn man kann, sollte man immer schön wenn man gucken, kann, dass das Konto. Man, ja? Du willst am Monatsende nicht im Minus sein. Der ist halt jetzt ein Pisser, den muss ich jetzt schnell. Die hasse ich ja. Siehste? Zack, ist er weg. Deswegen, auch hier ist, ich will die Kohle zurückhaben. Das waren gar nicht 11, das stimmt nicht. Plus 4 waren es jetzt, aber immerhin. Weil sonst geht das nämlich hier ganz schnell teilweise zur Neige. Da muss man schon so ein bisschen... Gut, jetzt hier ist egal, hier will ich es einfach nur schnell töten. Ja, irgendwie hat es geklappt, ne? Ja, ein bisschen chaotisch. Hallo. Das ist schön. Also wenn ich mich an dein letzten Bild erinnere mit dem Speer hier zur gleichen Zeit, das war... Ja, da war ich aber auch schon abgefuckt, als wir gestartet sind. Ich werde den vielleicht nehmen. Ja, warum nicht? Wenn es überhaupt noch eine Sendung gibt nach dieser Folge. Na klar. Ah, fucking Fickistan. Oh, ja. Ja. Habe ich nicht drauf geachtet. Wurf benutzen. Ja, ich benutze ihn hier wieder bewusst gerade nicht, weil ich die Dings zurückhaben will. Na gut, aber du verlierst weißt auch du, weniger Energie, wenn die Gegner schnell tot sind. Ach, das sind ja noch Gegner. Das stimmt. Ja.
Aber so zum Schluss, wenn man die Situation halt kontrolliert, ne? Dann kann man schon. Ich würde halt am Anfang direkt dreimal Wurf reinballern und dann finishen, was noch lebt. Ja, das stimmt. Das so kann man es. Ja, hast recht. Oh oh. Oh, das hat das eingehauen. Weil du hast noch zweimal Aphrodite. Ja. Danke, das ist sehr gut. Ah, diese dämliche. Ah, die hauen sich jetzt gegenseitig, das ist alles cool. Du hast schon ein paar Crits. Ja. Jetzt mach ich übrigens bewusstes, ne? Bevor du fragst, warum machst du das nicht? Du hast eben das ausgewählt, wo man mit den Crits den Götterzähler schneller genau. Aufklickt, ne? Ja. Ja. Das hat ja auch gerade ganz gut funktioniert, ne? Da waren ein paar dabei. Okay. Oh. Kommen die denn jetzt dazu? Nee, ne? Okay, ich bin jetzt für 1 oder 3. Was meinst du? Ja, 1 würde ich. Obwohl, was benutzt du mehr? Oder ist das jetzt nochmal? Also, ich habe ja eben schon. Pass mal auf. Nein, falsche Taste. Also, wir haben doch schon bereits die plus 20 Chance gehabt. Wo ist sie denn? Hier, das ist die Basis. Jetzt stellt sich die Frage. Es ist dann 40%, ja. Glaube ich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Das wäre zu schön. Das ist eigentlich nur 8% mehr Damage jetzt. Und da finde ich dann vor dem Verhältnis natürlich. Das erste Beste. Ja, glaube ich nämlich auch. Es steht ja auch nicht da, hat zusätzlich 20%, sondern es hat eine 20% Chance. Also es bleibt bei den 20%. Ja. Und die hast du schon. Also genau. Insofern, ja. Also, okay, also hier war keine Belohnung. Ich muss jetzt ein bisschen auf mein Leben achten. So, ich lasse 296. Nee, gleiche Entscheidung wie eben. Da wird noch nicht investiert. Oder? Nee. Kohle? Kohle. Okay, bei denen kann ich vielleicht ganz gut nur ein bisschen Energie holen, weil die machen jetzt kein Gift. Na gut, immerhin 150 Geld. So, weiter geht's. Oh, das ist gut. Das ist schön zum Leben zurückholen. Kleine Gegner, die man relativ schnell. Guck mal, jetzt habe ich Leben fast voll. Ja. Sehr, sehr schön. Das ist genauso. Darauf habe ich spekuliert. Aber da kommt wieder so eine Gifthölle. Oh Gott, wie ich die hasse. Die sind die allerschlimmsten. Ich hasse es, wenn überall Gift liegt, weißt du? Das ist so sehr unübersichtlich. Oh. Volle Energie. Okay. Ja, das ist, gefällt mir. Der fühlt sich gut an der Bild. Oh Gott, aber gleich kommt trotzdem Hades. Ja, aber der ist ja nicht so schwer. Nein, ich war doch. Viel verloren. Und du kannst ja die Handschuhe durch Blut sogar noch bei Sterling noch stärker machen am Anfang. Good enough. Man lässt einfach an dem Punkt. Ich finde, du bist so souverän, ich würde die anderen Räume machen. Du traust mir sehr viel zu. Ja, eine gewisse Art und Weise schmeichelt mir das selbstverständlich. Eine gewisse Art und Weise. Du hast da jetzt noch zwei Bossräume. Aber du könntest jetzt schon. Nee, du könntest die Double abholen oder sparen auf den Hermes. Was würde der Hermes bringen? Ich glaube nur wieder mehr Dashen. Was? Aber hier sind die Panikmomente, ne? Du weißt schon, diese ganzen Giftsachen, die Kreise. Vielleicht kommt hier was. Vielleicht aber auch nicht. Aber ehrlich gesagt, ich fühle mich auch so ein bisschen nach. All these tunnels. Ich fühle mich ein bisschen nach. Ein bisschen Energie kannst du noch holen. Ja. Aphrodite upgraden und Ares upgraden. Ich glaube, ich gehe mal jetzt hier rein. Gut. Erstmal ein bisschen. Oh Gott, hoffentlich lass das jetzt nicht den entscheidenden Fehler sein. Ein Fehler ist es, von den Ratten in den Dungeon heute gegangen zu sein. So. Was wiederbekommen? Oh, ich hatte gar keinen Schaden, okay.
schon schön. Das macht schon, sogar schon, ich spüre ein inneres Grinsen, weil das eigentlich eine Frage. Okay, gleich kommt der Weißmuch in die Schranken und dann. Ich kann den Satz nicht mal beenden, bevor die Angst schon wieder einkickt. Das ist aber auch, wir haben Glück gehabt. Das ist echt ein guter Bild bisher. Das ist jetzt also nicht nur die Tatsache, dass ich auch phänomenal spiele. Aber Glück muss man sich auch erarbeiten. Das stimmt. Aber offenkundig haben wir gute Entscheidungen getroffen auch. Ne? Also, nein, 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 warum sollte ich das tun? Sollte ich das? Nein, das gibt keinen Sinn. So. Aber wer weiß, was jetzt für ein räudiger Boss kommt. Da ist der Bossraum, ne? Oder? Oh, ich glaube, das ist immer so ein großer. Boah, der hat aber richtig geworfen, was der Boy. Kein Schaden genommen. Ich glaube, weil ich aber richtig gedasht bin, ne? Im richtigen Moment. Fertig. Oh, das war aber ein leichter Bossraum. Plus 65. Ey, ich habe gerade 65 Leben bekommen. Es hat sich voll gelohnt, hier nochmal reinzugehen. Ja, dann machen wir auch noch. Meinst du? Ja. Was willst du denn noch? Das kann in einem Triumph oder in einer fürchterlichen Tragödie enden. Nee, wir werden immer mächtiger. Wollen wir das jetzt kaufen? Ja. Weil es einfach, weil es das teuerste ja. ist. Ja. Ne? Okay. Oh, Spezialität ist schneller. 20%, das ist gut. Das, glaube ich, ist jetzt fast. Es ist zu spät. Das, oder? Ich benutze sie echt viel. Ja. Na gut. Zumindest nicht komplette Grütze gewesen. Ne, nicht komplette Grütze. Okay, dann hole ich jetzt mal gucken, was Ars zu bieten hat. Vielleicht gibt der mir noch was für einen Wurf jetzt. So. Wer will was machen? Ja, es ist schon. Wer will was machen? Ein bisschen fühlt sich's gut an gerade, ich sag's dir. Die sitzen in ihren Kammern, haben von ihren Freunden schon erfahren, der kommt gleich zu euch. Ich dachte, der wollte nicht direkt zum Boss. Nee, irgendwie. Habt ihr ihm nicht schon den Sack gegeben? Gebt ihm den Sack, gebt ihm den Sack, dass er im Hund vorbeikommt. Er hat den Sack schon, er will trotzdem zu euch. Was? Wieso denn? Oh, es ist schön, mir gefällt der Bild. Jesus. Boah, diese 65, die geben mir jetzt ein gutes Gefühl. Ja, das ist also einfach gute Belohnung, ist so dieses, ne? Nach den 5 ja. Von diesen Edelsteinen ist das jetzt mal eine Genugtuung. Also vor allem, wenn es, ich weiß gar nicht, ob das immer so ist hier in diesen letzten Kammern, dass die Belohnungen einfach stärker sind als vorher. Oder ob das jetzt. Oh. Okay, ich muss mal einmal gucken, wo hier die da oben. Die sind nämlich, die ist die Giftgefahr sehr groß. Vergiftet? Ah, okay. Ah, was ist das? Das ist natürlich denkbar ungünstig, wenn du am weitest entferntesten Punkt sozusagen. Das kann natürlich richtig gut sein. Wenn du dreimal stirbst, hast du am Ende 66% mehr Schaden. Bei Hades. Das ist gut. Das wird ja nur bei Hades kommen. Ja, ja, auf jeden Fall machen. Ja. Das wird die Pflegung von Hades. Okay, okay. Ja, gut, den letzten kann man nehmen wir jetzt auch noch mit, ne? Ja. So, wir haben 221. Wir könnten jetzt darauf spekulieren, machen wir, ne? Dass wir noch 79 bekommen vielleicht? Und wenn nicht, ist es auch egal.
Oder direkt in Power investieren. Was würdest du machen? Ich will jetzt gucken, was rauskommt. Das rennt uns nicht weg. Du wirst jetzt nicht für diese Kammer brauchen. Da gibt's ja auch noch irgendeinen supergeilen Brunnen-Stuff. Jetzt gibt's erstmal aufs Maul! Wie undankbar es ist, nach diesem Run selber ran zu müssen. Ja, aber neues Setup, neue Herausforderung. Aber wenn du es schaffst, ist ja eh Ende. Nee, da müssen wir auf jeden Fall noch. Also das ist. Ich habe das Gefühl, das Thema ist noch nicht auserzählt hier bei uns. Ja gut, man kann Hades, glaube ich, dann noch so wie Dead Cells irgendwie 800 Mal legen und immer noch verbessern und machen und so, aber. Das ist eine Arschloch-Kombination hier an Gegnern gewesen. Der eine mit seinem Fernstrahl, der andere mit seinem Wurfspucker. Bist du ein Hängematten-Typ? Ich glaube so in der Theorie, ja. In der Praxis ist das eher so, hallo Rücken, oder? Oder meinst du jetzt zum drin chillen oder zum richtig naja, ich würde drin übernachten? Nee, jetzt nicht so Seven vs. Wild-Style, sondern schon, du hast einen Balkon und denkst dir so, jetzt mal ein kleines Nachmittagsschläfchen in der Hängematte oder ein bisschen Buch lesen. Sehr gute Frage. Ehrlich gesagt kann ich es gar nicht so genau sagen. Der Trick ist es, in der Hängematte auch Kissen zu benutzen. Viele machen das falsch und denken, ich brauche in der Hängematte nichts mehr zum Drunterlegen. Das ist natürlich falsch. Ihr braucht ein großes, weiches Kissen für den Kopf. Dann wird die Hängematte sozusagen erst richtig geskillt. Jetzt werden viele Leute sagen, ey, Digga, ich wohne in einer 25 Quadratmeter Wohnung, wo zur Hölle soll ich eine Hängematte hinstellen? Und dann sagst du, das ist ja euer Problem. Da hab ich, genau, das ist das Problem vom kleinen Volk. Ja. Ich gebe euch die Tipps, wenn ihr es irgendwann mal geschafft habt. Oh nee, dieses kleine Kackbiest. Ja, die musst du sofort wegbolzen. Kleines Ungeziefer, hol sie dir direkt. Ja, genau, ranholen und wegschmelzen. Warum ist der Bildschirm so dunkel? Was ist das? Die hält halt auch unglaublich was aus. Dieser Raum hat mich auch das letzte Mal gebrochen, das weiß ich noch. Bis dahin habe ich noch gedacht, geht. Und danach hatte ich alles hier aufgerieben und musste dann mit nackten Unterhosen zu Hades. Und da war natürlich... Ich glaube, ich bin gar nicht mehr zu Hades gekommen. Wo war's? Das ist fun. Also ich sage mal, die Wahl, dass du am Anfang das genommen hast, dass das dir die Energie wiedergibt, das war die absolut richtige Wahl. Das hat du hast damit ja auch schon deine super Erfolge gefeiert, ne? Das muss man ja auch sagen. Du gehst aus fast jedem Scharmützel gehst du mit voller Energie raus. Bei 260, so viel hatten wir, glaube ich, generell fast noch nie. Das also das ist schon... Guck mal, der hat noch nicht mal die Hälfte weg. Er hält aber auch was aus, ey. Ja. Und deswegen muss ich jetzt ein bisschen, sind ja noch normale Gegner, weil die, ich habe jetzt nur noch begrenzte Möglichkeiten in meinem Leben, mir auch zurückzuholen. Klar, wie du schon sagtest, wenn es schnell geht, verliert man auch weniger Leben. Das ist auch ein Argument. Vor allem, weil der echt noch einen ganz schönen Aphrodite. Ja. Was genau macht Aphrodite? Macht die, dass die auf Gegner gehen, die Gegner? Oder nimmt die den langsam Energie? Ich check's nicht. Ich habe gedacht, sie würde die einfach schwächen im Angriff. Ach so. Oder das ist komplett falsch. Das kann nicht sein. Boah, die hält viel mehr auf, ey. Ja, ich mache halt auch einfach keinen Schaden. Ne? Aber es scheint sie keine... Ist das ein Angriff oder ist das? Achso, okay. Muss jetzt ein bisschen, ne? Leben. Ach, das war blöd. Was war das? Der Sieg war das. Okay. Schwache Gegner. Hast du nicht schwach? Ja, Aphrodite macht Gegner schwach, ne? Ja, aber blend mal ein. Hast du nicht, dass dein normaler Angriff schwach macht? Ist das nicht das? Der macht Gegner schwach und mein göttlicher Beistand macht Gegner schwach. Ja, dann würde ich das auf jeden Fall in der Mitte nehmen. Ja.
ist doch eigentlich, glaube ich, was ein Punkt. Vor allem ist es wieder was für die Schicksalswahl. Auch. Ist was für die Schicksalswahl. Ja. Und da das Schicksal hat uns dieses Jahr, dieses Mal, nicht dieses Jahr, dieses Mal war doch ein treuer Begleiter. Ja. Ich ja. weiß, du haderst jetzt, dass du 50 Energie verloren hast. Nee, ich habe einfach Angst davor. Das ist jetzt alles und wieder die nicht. Die 300 hast du auch. Ich kann noch. Mir beide kaufen. Kannst dir beide noch kaufen. Jesus. Sehr, sehr gut. Okay, erstmal den billigen. Zauberungsdauer ist länger, Druckpunkt. Jeder Schaden, den du zufügst. Ja, würde ich, glaube ich. Ich auch. Obwohl, das schwach war auch nicht schlecht. Ja. Und jetzt? Delicious. Nee, das nicht. Nee, das ist wirklich. Das bringt nicht mehr. Oh, das da unten. Das willst du. Weil. 8,4. Du hast ja, ja jetzt gerade dir einen Buff geholt, dass du dann. Du hast dann 8,4 oh, Sekunden ja. Ja. auch die 20% mehr Schaden, weißt ja. du? Ja, ja. Oh, ja. Wir werden den so rasieren. Hör auf. Warte, warte, rede einmal noch mit Charon. Ja, Mann. Puh. So, Leute. Jetzt schnell noch einen Sponsor hier ranholen. So, das wird euch jetzt hier präsentiert von. Oh Gott. Das wird so schrecklich werden. Von was wird's präsentiert? Wer von. Das Ei fällt auf dem letzten Meter. Davon. DE. Der große, der Pessimisten e.V. Jetzt wird's so richtig geil. Also Werbekunden ärgern sich jetzt, dass sie den Part hier nicht. Den hätten sie haben können. Mensch, Meier, warum haben sie das Geld denn hier? Ja, da war ja nicht abzusehen, dass der das wirklich schafft beim Hades. Sie sagen das jedes Mal und dieses Mal sollte ich davon ausgehen. Ja, aber das hätten wir doch sehen müssen. Hör bitte auf! Dieser Bild. Okay, wir haben den 3 Sterne immer grüne Eichel. Konzentrier dich. Ich hab so Angst. Ich hab so Angst. Der hat mich bisher jedes Mal in die Knie gezwungen. Du hast 4-mal Unverletzbarkeit. Versuch das so lange wie möglich am Anfang. Ja, nicht durch Bullshit. Genau, ja. Am Anfang ruhig besonnen. Du willst nicht 4-mal getroffen werden. Und ansonsten, mach dir jetzt nicht so viel in den Kopf. Ich bin mein größter Gegner. Mach einfach genau das, was du hast. Denk an den Wurf. Schaden ist Schaden. Ja. Ich sag dir Bescheid bei Aphrodite. Ja. Und ansonsten ballern wir den jetzt um. Aphrodite voll ist aber auch geil, ne? Und denk dran, nach jedem Ableben kriegst du auch noch mal mehr. Wahrscheinlich ist es jetzt besser, den kleinen Aphrodite zu nehmen, als den großen. Vielleicht. Der große macht ja 2,5 Schaden. K. Mhm. Oh, er weiß, dass sein Stündchen gekommen ist. Ja, hau auch die kleinen Köpfchen da unten weg. Ja, ja sehr gut. Standgehalten. Gut, 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 gut. Wow, das sind die, das sind die. Da hätte ich mir jetzt gerade diesen einen Spurt mehr gewünscht. Darkness. An den kannst du dir halt auch ja. immer wieder die ja. Energie zurückholen, ne? Du hast immer noch, die Nuss ist immer noch aktiv, du siehst es auch. Haben sie schon einen Treffer bekommen? Ja, ne? Ich glaube, aber nur einen, glaube ich. Nur Achtung, Streitwagen. Ja. Die Nuss ist noch aktiv. Okay, und wie du gesagt hast, nicht. Ja, sehr gut. Bei denen kann man sich echt gut Energie zurückholen, ein bisschen. Ja, ich wollte, das wollte ich eigentlich. Ja, du hast den gut gedingst. Rechts ist noch. Streitwagen macht, geht auf Ding, ne? Auf Sofortgloss. Ja, das meine ich ja. Aphrodite verzaubert die, sodass die. Achtung, nicht da reinrennen. Ja, das war gut. Vielleicht darf man auch immer nicht zu hektisch hier werden in diesem Kampf. Den holst du schön die Energie wieder. Sehr gut. Dann gehst du hier raus mit voller Energie. Der hat schon die Hälfte weg. Oh, das war leider ja, der Treffer. Aber. Die Nuss ist weg. Alles gut, alles gut. Die Energie wiederholen an denen, genau. Alter, es ist so einfach. We make it look easy. Ah, obwohl, er hat mich fast. Ich will mir die Energie zurückholen. Ja, alles gut, du hast 240. Konzentrier dich einfach. Weitermachen. Ja, aber den willst du sowieso killen, den Typen, weil der nervig ist. Was zweimal Afro? Ja.
Okay. Jetzt muss ich ihm mal wieder ein bisschen mitgeben, ne? Afro. Ja. Hau ihn dann. Ja. Ja. Sprintattacke. Drei Würfe. Ja, das ist jedes Mal 400 Schaden, was du machst. Mm. Das war wieder schlecht getimt. Er ist fast down. Ist noch kein Leben verschwendet. Oben ist. Oh, das war nicht gut. Also, unten noch einer. Oh, das war auch nicht gut. Egal. Erste Form, drei Leben okay, noch. Okay. Okay, jetzt kommen diese scheiß Strahlen, ne? Diese blöden, du weißt schon, wo man sich dahinter verstecken muss. Aber ich muss schon trinken. Es dauert lang, aber. Komm, alles gut. Ich hab das noch, bei Ableben, haben wir noch nie gehabt, ne? Bei Ableben hast du noch mal 20%, pro Ableben hast du noch mal 20% mehr Damage. Du wirst den jetzt fisten. Aber das heißt nicht, dass du ableben musst. Halt es trotzdem so lange aus, wie es geht. Kein Risiko. Unterschätzt die Würfe nicht. Ja, macht ja, immer, ja. Drei Treffer sind fast 500 Schaden. Ich will mal kurz gucken, was er macht. Nämlich genau das. Achtung, Achtung. Oh, yeah. Dieser Triple ist ganz schlimm. Oh, ja, war schlecht. Was macht er? Was macht er? Der Triple. Ja, aber du bist zu gierig darauf, dir Leben zurückzuholen. Meistens verlierst du. Okay, okay, ist cool, bleiben. Hinter die Säule. Ist es soweit? Ja. Ja, wenn er diesen Dreher macht, okay. Ja, sehr gut. Du hast zwei Würfe. Schön. Denk dran, wenn du Schaden nimmst, direkt zu sprinten, dann kriegst du wieder was zurück. Also deshalb immer viel sprinten. Ja. Du hast einmal Aphrodite. Okay, warte. Ja, und jetzt gib ihm. Schön den Wurf reingedingst. Stark, 35, siehst du? Hat er dir auch noch eine zweite Phase eigentlich? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Nach der Hälfte wird er wahrscheinlich ein bisschen aggressiver. Ist egal. Er ist pisst, nicht du. Ah! Ah, ja, ja. Was ist das? Ja, sehr gut. Drei Würfe. Ja. Dieser Dreier, den muss man gut sehen. Ja, ja, genau. Okay, ist fast halb, fast Halbzeit. Ja, ist schön zu dir gezogen. Jetzt macht er einen Dreier wieder. Was macht er, was macht er? Schön. Macht der Schleudermann? Ja. Du hast eine Aphrodite, ja. Undurchdringbar. Okay, undurchdringbar. Was macht er denn? Eine zweite Form. Ah, jetzt macht er wieder einen ganzen. Ja, soll er doch. Was will er denn machen? Oh nein, die Kackbällchen. Ich mach die mal weg, weil die nerven. Ja, ja, mach die weg, klar. Versuch die mal mit der Spezialität wegzumachen. Ah, da steckst du dann Energie dafür. Oh, der macht aber immer fiesere Attacken, hab ich den Eindruck, wenn das kann. Okay, ja, okay, okay, okay. Jetzt kriegt er noch mal eine Double Action von uns. Ja, du wolltest es so. Was, Aphrodite? Okay. Mach die mit der Spezialität weg. Nee, kann ich nicht, nee. Ah, was ist das? Okay, ist cool bleiben. Zweimal Aphrodite. Ja. Gleich, das noch eins. Aphrodite, ja. 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 Okay, geh den anderen Pfosten, andere Pfosten, andere Pfosten, hinter den Pfosten. Ja. Ich glaube, er macht jetzt wieder. Ja, ja, ja. Puh, ist das schrecklich. Das drei Würfe. Nein!
Drei Würfe rein in. Sofort, sofort, sofort. Einmal Pause. Ja. Oh, ist fast down. Collins, du hast ihn fast. Wo ist er? Da geht er da! Hoffentlich, was? Stopp, stopp, stopp! Okay. Ich geh, ich geh! I told you that I du bist frei! Ja! Oh, du Hades! Hades! Oh, das war schön. Das war schön, Wesen. Ich brauch Schuss. Ah, ich hab's euch doch gesagt. Oh. Ha? Ui, ui, ui. Das war im ersten Level schon gesagt, das wird ein hartes Run. Das war alles. Und du hast noch zwei Leben. Oh. Und jedes dieser Leben hätte nochmal 20% mehr Damage gemacht. Wir hätten den sowas. Boah. Alter, meine Pumpe. Dieser alte Kackvogel. Das war wirklich. Oh, das hat Asch, Asch, Asch. Aber das hat sich auch gut angefühlt gleich. Ja? Hat sich gut angefühlt, den kleinen Mistprinzen. Ich hab ja gesagt, du bist da mit Selbstbewusstsein rein, du wusstest, was du kannst. Ja, und nicht hektisch werden, aber dieses Ding Leben zurückgenerieren, das hat bei dir schon so unglaublich viel gebracht in diesen Runs, wo du mal tausche Lebenskraft gegen zurückholen. Da warst du schon. Und die viel Energie, tatsächlich 260 in der Kombination. Ja. Wir hatten echt viel Fehlertoleranz. Wir haben einmal alle Ratschläge befolgt. Und zack, läuft's. Boah, aber okay, jetzt wäre geil, wenn es ein Souls-Spiel wäre, käme jetzt Hades und Minotaurus und Tezos. Ja, komm, Tezos. Mach mal weiter. Wir wollen jetzt wissen, wie es weitergeht jetzt. Was passiert jetzt? Wait. Wait, just. If you find her. Ach, da sucht er seine Mutter, ne? Ja. If you somehow find her. Total vergessen, warum ich überhaupt raus bin. Tell her Cerberus is doing very well. Oh, ist ja sehr gefühlvoll. Wait, I don't think I owe you any favors here. So answer me one question and I'll give it some thought. How's that? I know your question, boy. But ask it anyway. Persephone, my mother. Why did she leave? Will das noch sagen oder stirbt er? Wahrscheinlich, weil ich so ein sympathischer Vater bin. Is no escape. Er kann also selber. Also wir haben die Antwort nicht gekriegt, ja. Wir müssen dem Vater noch ein paar Mal aufs Maul hauen. Das ist jetzt die Statistik, oder was? Warte, ja. warte. Guck dir das mal an. 46, 24 haben wir gebraucht an Zeit. Und wie lange war die Sendung? Also wir haben sehr viel offensichtlich im Pausemodus verbracht. Erster Sieg, aktuelle Serie 1, beste Serie 1. Die Talos-Variante war geil, weil es wirklich dieses Gegner ranziehen, die finde ich super. Die hat dir ja auch schon mega gefallen. Das mit dem kritischen Schaden, das war alles ganz gut. Mal so konsequent was aus. Also, ich weiß es nicht genau, aber was du gesagt hast, ne, so Kleinvieh läppert sich dann irgendwann. Eieieiei. Was kann ich jetzt hier? Okay. Also, es gibt bestimmt noch bessere Builds, aber für uns war das jetzt schon hier. Was heißt denn diese Zeichen da dran? Weißt du, links diese Markierung? Habe ich das am meisten benutzt oder so? Oder was soll das? Weiß ich nicht. Hä? Hä? Vielleicht kannst du da irgendwas jetzt mitnehmen in den nächsten Run oder sowas? Nee. Steht aber nichts, ne? Also ich kann mir das jetzt. Ich kann da jetzt nur drauf rumklicken, so, sag ich mal. Aber mehr auch nicht. Ja, vielleicht einfach nur zeigen, wo das vielleicht in dem Tree ist. Ja. So. Oder eine Anzeige. Hans. Super Blut. Aber nur eins. Plus eins. Was zu angeln? Und jetzt? Ah. Oh. Das ist geil, wenn es noch ein Nachlevel gibt. Jetzt kommt er raus und findet sich in Offenbach und denkt sich nur, oh. Beyond the frozen overlook. Ich das wait the first glimpse of the sun to your left. And onward through the cold. Sure hope this works, Nix.
Das ist also Griechenland. So hatte ich mir das vorgestellt, den Sommerurlaub. Oh, da ist was. Nein. Falls du dich fragst, ich kann nichts dashen. Ja, ich kann auch nicht schneller laufen. The surface, windswept, racked by freezing cold, nonetheless instills within the prince a sense of awe and the sublime. For it is unlike anything that he has seen. It's beautiful. Tja, die Wärme ist ja nicht gewohnt, ne? Die Kälte. Oh. Wow, that thing. That's the sun. Aha. Er genießt jeden Schritt. Läufst du oder läuft der andere? Ich lauf ihn. Aber ich. Benutzt doch mal Spurt. Kann ich nicht. Ja. Ist das? Egal. Jetzt kann ich laufen. Oh! Es geht jetzt. Who's there? Hello? Das ist Persephone, hello, oder? Kann ich ein Geschenk geben direkt? Nee. Nein. Okay. Pray, who might you be wandering all the way out here? You're trespassing on private property, you know. Speak up. You must be Persephone. My name is Zagreus, and I think I might be your son. Nein, bin ich nicht. Was kommt denn jetzt? What? How dare! Get out of here! Get out, or I shall make you! Out with you! Warum ist sie denn jetzt sauer? No, so then you are her. I don't care if you hate me, but I'm not leaving until I get some answers. I never even knew you existed. Why did you leave me? You died. You died. Those burning feet, they sputtered out. Das ist ein bisschen Bild- und Textschere gerade irgendwo bei ihrem Bild. Now you're standing here before me. How? I died. I died. What, you mean permanently died? But I'm alive. Oh, gods. You never even knew I existed either. Alive. Zagreus, he even kept your name. You live. How can this be? You live. You live. Oh, the cruel fates! My son! Mother. In short, I beat him, finally, though he did everything he could to prevent our meeting here like this. But there's something he wanted me to tell you in the end. He said to tell you Cerberus is doing very well. Ah, he told you that, did he? That's good. That's good. Though, tell me something, Zagreus. How is it that you found me? To have journeyed all this way? I scarce believe it. Guess I'm just a little tired, that's all. Not accustomed to the weather, as I think you call it. No. No, that isn't it. It's that you cannot stay here. Ich bin gespannt, wie sie das erklären wollen. Kicking me out. Why? The fates are cruel, Zagreus. You're bound to that place. Same as your father. So they would have us say goodbye. For now. My heart soars knowing you live. But then it breaks that our time together was so brief. No. I can come back. I can come back. Now that I found you, he... Maybe he'll just let me come back. You tell him I demand it. And I demand he also tell me how come he, or for that matter Nyx, never sent notice that you lived. Olympus is all rife with schemers. But I was so naive to think that they were different. I'll tell him. I'll tell him. I feel awful. I have to go. The Styx shall take you then.
Oh, Zagreus. Farewell, my son. Won't you come back to me? When you are able, please, come back. I shall be waiting here, however long it takes. However long it takes. Can't hold on. Ganz leuchtet es mir nicht ein, aber ich... Mother, okay. I have to get back there. Warum wurde er jetzt zurückgeschickt? Ich glaube, das weiß man alles nicht. Also wahrscheinlich wirst du das beim nächsten Mal erfahren oder so. Also jetzt ist weiß man nichts. Wo jetzt? Ist ja jetzt die geile Belohnung? Hier, wenn ich mit He's Hades spreche. Returned. You are late, boy. Have you any idea what time it is? No. Wait, what? I vanquished you in single combat and finally found Mother, and that's all you have to say to me. Nonsense. Don't you think I would recall such an event? You can't be serious. You're going to pretend as though it never happened. She wants answers, same as I do. She demands you let me pass. Let me go to her again. Silence. This discussion is over. I hardly think this is the time or place to indulge your overwrought imagination. I know where we can continue this discussion then. Okay. Also, jetzt könnte ich wieder ein neues Spiel beginnen, oder? Ich im Prinzip, um die Story vollends zu ver-. Also, du musst jetzt jedes Mal durchspielen, um die Story voranzutreiben, sozusagen. Okay, dadurch wird's gut. Es wäre auch klar, dass nach dem ersten Mal. Gib mal die geilen Fische ab. Oh, wir geben noch schnell die geilen Fische ab. Und dann würde ich sagen: This is my latest hole. Drei Geschenke. Okay, da kriegt man natürlich jetzt. Es kann natürlich sein, dass das nächste Run dann viel leichter wird. Jemand zum Shop, der irgendwelche anderen Sachen anbietet. Ja, was zu Feier des Tages. Bisschen underwhelming jetzt die Belohnung. Okay, wir könnten uns jetzt diverses kaufen. Titanblut kann man kaufen für ein Ambrosia. Wir haben zwei Ambrosia. Ja, und du kannst. Das ist ja. Nee, das ist natürlich ein ganz mieser. Ich habe das Gefühl, das Ambrosia ist das Wichtigste noch. Ja, gut, also. Es ist darauf ausgelegt, offensichtlich, wie oft? 200 Mal gespielt zu oder durchgespielt zu werden, um weiterzukommen? Also wir werden auf keinen Fall, ich glaube, das kann man an dieser Stelle sagen. Ne? Weißt du, wie häufig man das durchspielen muss oder kann oder soll? Oder ist das endlos? Keine Ahnung. Aber mehrmals kann man sicherlich durchspielen. Wir haben ja noch viele Sachen nicht freigeschaltet und so. Aber die Frage ist, wollen wir das? Oder wollen wir uns jetzt mal langsam wieder, bis Hades 2 kommt, was wir ja sicherlich spielen werden. Ja, da gehe ich aus von. Da Dead Cells Castlevania steht in den Startlöchern, wäre etwas. Oder auch anderes, ob wir jetzt nicht mal auf was anderes schwingen. Ja. Zur das ist eine gute Frage. Ja. Wir können die ja erstmal klären. Noch, ja. Ich würde und dann werdet ihr es einfach sehen, anhand von dem nächsten Video, was es ist. Würde ich sagen. Wir haben es einmal durch. Wollen wir jetzt noch mit den Leuten hier quatschen oder machen wir jetzt hier eigentlich einen angemessenen Haken? Also. Ja. Nee, ich glaube, wir machen einen angemessenen Haken. Wir wollen es jetzt nicht so halb verführen. Also schreibt es gerne in die Kommentare, ob ihr es mehr sehen wollt. Wir sagen Danke. Natürlich auch allen, die im RBSC sind, im Rocket Beans Supporters Club, denn das ermöglicht uns, 20 Folgen dieses wunderbare Spiel zu spielen, um jetzt nach 20 oder über 20 Folgen hier im Finale zu stehen. Mit einem Betrag eurer Wahl. Und auch natürlich Danke an alle, die kommentiert haben, auch die konstruktiv geholfen haben, weil ihr seht, mit konstruktiver Kritik, mit Verbesserungsvorschlägen kann man tatsächlich arbeiten und dann wird man auch besser. Ja. Ne? Das stimmt. Und dann hilft es auch. Ja, also, haut rein, wenn ihr mehr sehen wollt. Also, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe ein gewisses Gefühl, es kribbelt noch nach. Ich weiß nicht, ob es dir jetzt nicht auch so geht oder ob du sagst du jetzt, nee, komm, Haken dran. Bei mir ist gerade so ein bisschen Anspannung raus, weil ich jetzt nicht so richtig weiß, wie man das noch toppen will. Also, ne, jetzt. Aber wahrscheinlich mit einem ganz anderen Bild macht. Was heißt toppen? Also, es ist, jedes Spiel ist neu, das haben wir ja gemerkt. Und das war jetzt ein günstiges Spiel, sag ich mal. Na gut, aber ihr dürft natürlich auch eure Meinung dazu sagen, ob hier der Drops gelutscht ist oder, ja, wir eben sagen, Colin Gable, Hades-Bezwinger. Ja, das hätte jeder sein können, aber ich habe gerade das Glück gehabt. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.
Was würdest du denn machen? Ja, ich finde erstmal, ich weiß natürlich, es gibt da viele Hades-Fans, die sagen jetzt, weiterspielen, einmal killen ist nichts. Aber wir wollen eh in 2 Wochen Dead Cells spielen. Ich finde, es ist jetzt ein, ich finde es einen runden Abschluss jetzt. Ja. Aber am Ende des Tages muss Anton sagen, ob er sagt, er braucht jetzt dieses eine Video noch, ja, um die Lücke zu Dead Cells zu schließen oder nicht. Aber also, ich sag's ganz ehrlich, das hat mir Bock gemacht. Mhm. Und ich wäre auch, und ich will auf jeden Fall Hades 2 spielen, wenn es rauskommt mit dir. Und auch, wir können auch noch mal ein Hades 1 Runs, ja, machen oder so. Aber ich sag auch ehrlich, so nach jetzt, ich weiß nicht, 22 Folgen Hades, bin ich jetzt auch mal froh, wieder was anderes zu spielen. Ja. Aber das ist nicht mal Anton muss. Nee, soll Anton. Ich meine, warum hadern wir eigentlich so? Dann ruf an. Er ist online. Er soll einfach, ist doch wurscht, dann hat er auch gleich die Arschkarte, wenn es nicht gut ankommt. Wenn es gut ankommt, kann er den Triumph und so. Ja. Und ich meine, niemand mag Anton, insofern, ja, ist es ja auch für ihn. Es ist ihn sein Ding. Wir haben doch eben. Es ist ja eigentlich komplett egal, die Leute hassen ihn ja eh schon. Also, er ist dran. Oh, Anton? Hi, Anton. Na, hallo, du. Hey, Anton, na? Du. Wir haben gerade, sorry, überraschend, also geplant, ungeplant, wie auch immer. Hades ist tot. Wir wären jetzt fertig und diese übermäßige Entscheidung, ob wir jetzt weiterspielen oder eine Pause machen, die wollten wir eigentlich auf dich abwälzen. Nennen wir das Kind beim Namen. Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich habe nie an euch gezweifelt, natürlich. Dankeschön. Ich kann euch von den Videotiteln nichts anderes erzählen. Und ich würde sagen, also wir haben jetzt ja auch Dead Cells, sagen wir mal, schon so ein bisschen in Sichtweite. Dead Cells Castlevania, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja, ja. Ja. Wie wäre es, wenn wir jetzt eine kurze Pause machen und dann kommen wir damit zurück? Also dann ist jetzt Hades, ihr habt Hades besiegt, damit machen wir Hades einen Haken dran. Und dann geht's erstmal mit Dead Cells Castlevania weiter. Ja, also wenn du das sagst, dann Anton hat es gesagt. Anton hat's gesagt, ihr da draußen. Okay, dann ist das so. Also kannst du damit leben, dann 2 Wochen ohne uns und dann kommen wir doppelt so frisch und erholt mit Dead Cells zurück, ja? Ja, das machen wir, das machen wir. Ja, okay, und ey, Anton, ey, nimm's nicht so hart, dass die Leute dich hassen. Ja. Ja, irgendwen müssen sie hassen. Du musst ja auch harte Entscheidungen hier treffen. Du musst harte Entscheidungen treffen. Ja. Und ich glaube, irgendwo in dir gibt's auch eine sympathische Seite. Also ich meine, irgendwo sehen die Leute, es kam falsch rüber. Ja. Hauptsache, du glaubst dran. Oder wir auch. Also das reicht. Dann, am Ende, das heißt ja auch immer, man braucht gar nicht so viel Freunde im echten Leben. Das stimmt. Ein richtig guter Freund, und sei es das Spiegelbild, macht am Ende mehr, ist nicht mehr, als du brauchst. Ja. Da kannst du dich wenigstens drauf verlassen. Homeoffice, denk mal so drüber nach. Durchs Homeoffice heutzutage ist ja auch, also mit den sozialen Kontakten und alles. Absolut. Man spart auch Geld, wenn man nicht so viel mit den Öffis fährt oder so. Also eigentlich machst du alles richtig, Anton. Hallo? Kann ich jetzt gehen? Ach so. Ja, ja. Okay. Gut, danke dir, Anton. Dann ist die Entscheidung gefallen. Vielen, vielen Dank. Ja. Wir verkaufen das jetzt noch der Community. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Ja, das war ja gut. Danke, ne? Leg mir das Wort für mich ein. Tschüss. Ja. Aber danke schön. Tschüss. Ja, ich hätte gern gezockt noch eine Runde, ich hätte richtig Bock drauf, auch, du auch, aber was soll man machen? Wenn Anton es verbietet, dann ist es so. Ja. Er hat hier nun mal die YouTube-Hoheit und er scheißt auf eure Meinung, das muss man ganz klar sagen. Ich kann verstehen, wenn ihr jetzt sauer seid auf Anton. Immerhin lässt er uns Dead Cells spielen, aber gut, ja, muss Anton wissen. Gut. Ich finde es auch zweifelhaft. Aber ist halt so, wie es ist. Entscheidung gefällt, ihr wisst Bescheid. Transparenz, wie wir sind, haben wir euch mit reingeholt in den Prozess. Also, Beschwerde gerne an Anton. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat Spaß gemacht und bis bald, wenn es dann mit Castlevania und Dead Cells, oh, wie auch immer, geartet. Ich bin gespannt drauf. Colin, dann, das wird deins. Der Hades. Der Hades Slayer. Auf der draußen, man schämt sich ja von den Leuten, die schon, die alles, die Leute, besser wussten. Hat sich schon rumgesprochen draus. Ja, meinst du? Ja, man sieht's, ich schon mal? Man sieht's ja auch nicht. Soll ich lieber so Hoodie und so ein bisschen so, also einfach. Tschüss. Mal gucken. Ja.